Gut, dann sage ich an der Stelle mal einen wunderschönen guten Abend in die Runde zur VKSI Sneak Preview beziehungsweise dem Kombinationsformat VKSI Sneak Preview mit Cyberforum. Wir haben im Cyberforum den IT-Roundtable und wir haben unsere VKSI Sneak Preview, in der wir aktuelle Themen beleuchten und das auch so ein bisschen als Diskussionsrunde haben. Und gerade in der aktuellen Situation haben wir beschlossen, dass es einfach geschickt wäre, vielleicht die beiden Formate mal zusammenzuführen. Und da in der Runde aktuelle Themen beleuchten. Und ein aktuelles Thema, das wir natürlich heute uns genauer anschauen, ist das Thema der DevSecOps. Also DevOps ist ja das Thema, das schon seit ein paar Jahren dabei ist. Und im letzten Jahr kam im Prinzip das Thema DevSecOps mit drauf, weil man doch gemerkt hat, Sicherheit nachträglich aufzupflanschen, ist vielleicht nicht so ganz gute Idee. Das heißt, es ist vielleicht sehr, sehr viel sinnvoller, sich frühzeitig schon in der Entwicklung und in dem Team Gedanken über Security zu machen. Und dazu haben wir heute zwei Vorträge. Der erste ist von dem Frank Pientka und der zweite ist von Daniel Kiefer. Also beide Leute, die sich sehr genau in der Materie schon auskennen. Und ich denke, da werden wir ein paar sehr spannende Informationen bekommen. Aber bevor wir in die Vorträge reingehen, haben wir vom VKSI noch ein kleines Attentat vor, auf das unserer Satzung entspricht. Als VKSI sind wir nämlich als Verein quasi in der, oder haben wir als Aufgabe, als Vereinsziel gesetzt, das Berufsbild Softwareingenieur zu stärken, zu stabilisieren, besser sichtbar zu machen. Vor allem aber auch an der Stelle den Nachwuchs, den wir da haben, zu fördern, den Austausch im Netzwerk zu bilden. Und diese Nachwuchsförderung, die haben wir heute im Bereich, oder die sehen wir heute in diesem Aspekt Preisverleihung. Wir haben nämlich einige Abschlussarbeiten, die wir doch für sehr herausragend halten. Und da gibt es bei uns zwei Kategorien: angewandte Softwaretechnik und Grundlagen der Softwaretechnik. Und in beiden Kategorien haben wir einen Preisträger. Plus wir haben noch eine Abschlussarbeit, von der wir gesagt hatten, die ist auf jeden Fall auch ehrenwürdig. Also die sticht auch unter den Abschlussarbeiten, die wir so gesehen haben, oder aus denen heraus. Und insofern würde ich jetzt gerne einfach damit anfangen, dass wir an die Preisverleihung so zum Intro gehen. Ja, hier sind noch, ich habe gerade was geskippt. Wir haben diese Preisverleihung typischerweise in den letzten Jahren im Rahmen der Karlsruher Entwicklertage gemacht, die jetzt dieses Jahr auch der Corona zum Opfer gefallen sind. Und insofern ist es das erste Mal, dass wir das online machen. Aber na gut, es gibt für alles immer ein erstes Mal. Und insofern würde ich sagen, gucken wir uns mal ganz kurz die Preisträger und die Preise an. Und den Anfang würde ich sagen, machen wir mit einer Arbeit, die sich mit den Grundlagen der Softwaretechnik beschäftigt. Betreut hat die Arbeit der Professor Reusner am KIT. Und der Preisträger an der Stelle ist der Aurelien Pepin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus unserem Nachbarland. Und der Herr Pepin könnte vielleicht mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu seiner Arbeit sagen. Ja, in meiner Arbeit geht es um die Konsistenzhaltung in Softwaresystemen. Ich habe diese Arbeit so am KIT unter Betreuung von Heiko Klar und Erik Burger geschrieben. Konsistenz ist wesentlich in Informatik, auch in Software. Softwaresystemen sind abstrakt und komplex. Also Softwareentwickler erstellen Modelle, um verschiedene Aspekte zu beschreiben. Zum Beispiel Sicherheitsmodelle, Architekturmodelle und so weiter. Diese Modelle werden separat, unabhängig erstellt, aber endgültig bilden sie das gleiche System ab. Also für automatische Verarbeitung müssen diese Modelle konsistent sein. Die Idee dafür ist, explizite Konsistenzrelationen zu definieren. Und diese Konsistenzrelationen sind Bedingungen, die Modelle erfüllen müssen, um konsistent zu sein. Aber es gibt noch ein Problem. Konsistenzrelationen selbst können inkompatibel sein. Das heißt, in einer Menge von Konsistenzrelationen
können widersprüchliche Relationen existieren. Und in diesem Fall ist es unmöglich, alle Relationen gleichzeitig zu erfüllen. Also es ist unmöglich, konstant zu erreichen. Meine Lösung für dieses Problem ist Dekomposition. Das ist eine Optimierungstechnik, die Mengen von Konstanzrelationen analysiert und vereinfacht. Das Ziel, die Hauptidee, ist die automatische Erkennung von redundanten Informationen innerhalb von Relationen, sodass es einfacher für Softwareentwickler ist, Inkompatibilität zu finden und zu korrigieren. Also falls die Dekomposition von Relationen optimal ist, ist die Kompatibilität sicher. Diese Arbeit wird auch modellgetriebener Softwareentwicklung basiert und ich habe auch ein Prototyp für Model-Driven Architecture implementiert. Ja. Das ist für meine kleine Einführung. Danke. Okay, vielen Dank. Also sicher, Konsistenzprüfung ist sicherlich ein sehr heißes Thema in der Software, im Software Engineering, wenn man weiß, wie komplex die Systeme heutzutage werden. Aber vielleicht sagt uns gerade der Professor Reusner als Betreuer dazu, warum er eigentlich der Meinung ist, dass diese Arbeit sowieso preisverdächtig ist. Ja, vielen Dank, Rainer. In der Tat, Herr Popin hat es ja erklärt, geht es ja um die, sag mal, sehr grundlegende Frage, wenn man verschiedene Modelle hat von einem System, dann hat man das Problem, dass man zwar weiß, wie man zwei davon konsistent hält, indem man nämlich sagt, naja, wenn hier eine Änderung da ist, dann muss ich die Änderung rüber projizieren in das, was in dem anderen Modell auch noch zu machen ist, damit es dann auch wieder hoffentlich konsistent ist. Das geht nicht immer vollautomatisch, aber zumindest mal kann man Relationen definieren. Und genau wie Herr Pöppner sagte, ist es tatsächlich so, die Verallgemeinerung jetzt auf N konsistenzverhaltende Modelle ist natürlich erstmal ein sehr offenes Problem. Jetzt lehnt sich vielleicht der normale Entwickler zurück und sagt, was interessieren mich diese Modelle, alles Elfenbeinturmschnitzerei. Aber Code ist letzten Endes auch nur ein Modell. Und insofern, wenn man schon Code und Testfälle hat, hat man schon zwei. Und wenn man jetzt noch ein paar Use Cases hat, dann merkt man schon, hat man schon drei. Und also man kommt sehr schnell in sehr hohe Zahlen. Und wenn man softwareintensive technische Systeme entwickelt, wie Autos, Flugzeuge, Schiffe oder sonst was, hat man natürlich noch weitere Sichten, auch alle Modellen vorliegend, aber dann eben über Mechanik und Elektrik und Elektronik. Also insofern ein sehr relevantes Problem. Und ein sehr hartes Problem. Es gab ein ganzes Darkschul-Seminar, was sich der Frage gewidmet hat und auch keine Lösung entwickelt hat, außer zu sagen, es ist wohl ein sehr schweres Problem. Und im Prinzip ist Herr Perper mit einer sehr offenen Aufgabe auch gestartet und hat dann selber eben Regeln abgeleitet, wie das Ganze auf bidirektionale oder binäre Relationen zurückführbar ist und hat dann im Prinzip das Ganze erstmal graphentheoretisch angegangen und daraus aber auch logische Formeln zur Prüfung abgeleitet. Und das ist höchst selbstständig passiert. Das war auch eine Verfeinerung oder Weiterentwicklung des Themas, die jetzt wir von Betreuerseite gar nicht so notwendigerweise vorhergesehen hätten oder auch von uns reingegeben wurde. Das ist also ein sehr hoher Grad an Eigenständigkeit auch gewesen bei der Arbeit. Dass es sehr anspruchsvoll war, habe ich ja eingangs auch schon gesagt. Und dann hat aber Herr Perper das Ganze auch noch sehr erfolgreich implementiert und umgesetzt und auch evaluiert sogar, was natürlich auch nicht ganz trivial ist, weil natürlich hat man jetzt auch nicht gerade freiflottierend so ganz viele Modelle in der richtigen Form und Konsistenzbeziehung schon rumliegen. Das heißt, man muss ja auch dann diese Sachen auch nochmal für die Evaluation selber sich auch nochmal modellieren und ausdrücken. Und das ist alles ja hoch anspruchsvoll, hoch eigenständig gelaufen, sodass das schon fast eine kleine Dissertation war. Und man wirklich sagen muss, das ist von den vielen sehr guten Arbeiten, die bei mir laufen, war das sicherlich nochmal eine ganz, ganz besonders herausragende. Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch, wenn man mehrere Jahre zusammen betrachtet. Sehr schön, Dankeschön. Also, Herr Pöppern, wären Sie noch eine Weile länger hier geblieben, wäre der Doktor direkt dabei gewesen. zu früh abgereist. Also, das heißt, der Herr Pöppern wird von uns ausgezeichnet mit dem Preis in der Kategorie Softwaretechnik Grundlagen für die Tätigkeiten rund um die Konsistenz von Modellen. Insofern herzlichen Glückwunsch, Herr Pöppern. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns den zweiten Preisträger noch an, der Herr Jonas Benz, der hat seine Arbeit im Rahmen einer Industriekooperation oder in einer Industrieabschlussarbeit geschrieben. Und ich würde einfach mal übergeben. Jonas, übernimmst du? Ja, gerne. Ihr könnt mich aber nicht sehen, oder? Nein. Nein, nicht. Ah,
Okay, dann klappt es wohl nicht. Okay, auf jeden Fall, vielen Dank, Rainer. Einleitend lässt sich sagen, dass Unternehmen grundsätzlich Pläne benötigen, die die Frage beantworten, wann, wo und in welcher Menge Produkte gefertigt werden und transportiert werden müssen, um entsprechend ihre Kundenbedarfe, die die Unternehmen bekommen, halt zu befriedigen können. Und diese Betrachtung muss mittelfristig erfolgen, also auch über mehrere Monate in die Zukunft. Und das hier genannte Problem wird typischerweise als Produktions- und Distributionsproblem beschrieben und ist sowohl numerisch als auch durch heuristische Ansätze lösbar. Was allerdings die vorhandenen Ansätze auslassen, ist in dem Kontext eine 3D-Laderaumplanung. Also sprich, wie werden die resultierenden Paletten tatsächlich jetzt auf dem LKW positioniert? Dass natürlich möglichst viel Produkte oder Paletten auf diesen LKW passen. Und gleichzeitig aber auch solche Constraints wie ja, Achslasten von den LKWs, irgendwelche Inkompatibilitäten von Chemikalien, die nicht gleichzeitig auf den LKW dürfen, auch noch eingehalten werden. Also was das andere Problem ist mit der Laderaumplanung, ist ein sogenanntes 3D-Bin-Packing-Problem oder eine Sonderform vom 3D-Bin-Packing-Problem. Genau. Also das sind so die beiden Probleme, die da in dem Kontext existieren, die allerdings bisher immer getrennt voneinander betrachtet worden sind. Beide Probleme sind NP schwer und damit recht ja, schwer auch lösbar. In meiner Arbeit habe ich versucht, jetzt schon bei dieser mittelfristigen Planung für die Produktion auch schon die 3D-Bin-Packing-Entscheidungen mit einfließen zu lassen. Also ich habe versucht, einen Supply Chain Plan für die Produktion so anzupassen, dass die Transportmittelauslastungen schon möglichst optimal sind. Und hierfür habe ich ein hybrides, heuristisches Verfahren entwickelt, was iterativ ein evolutionäres Verfahren zum 3D-Bin-Packing so aufruft, dass verschiedene Planungsoptionen miteinander verglichen werden. Und dann ein Supply Chain Plan so halt ja erweitert oder angepasst wird, dass die Volumen- und Gewichtsauslastung der LKWs möglichst hoch sind. Und im Zuge der Evaluierung in meiner Arbeit mittels ja randomisiert generierten Planungsinstanzen hat sich dann auch gezeigt, dass das ja für mäßig große Szenarien auch ganz gut klappt und die Transportfixkosten entsprechend durch das Verfahren deutlich gesenkt werden können. Genau. Okay, danke schön. Ja, und der betreuende Professor war Professor Jan Stöß. Genau, hier Ich höre mich ein jetzt. Bild. Jan, kannst du was dazu sagen, warum du sagst, das war jetzt genauso sehr schwer oder sehr herausragend? Ja, gerne. Also hallo zusammen. Jetzt bis jetzt danke. Erstmal möchte ich noch Jonas herzlichen Glückwunsch, alles Gute dafür und Glückwünsche wünschen. Von ihm haben wir hier gerade die anwendungsorientierte Beschreibung von seiner Masterarbeit gehört. Aber ich würde auch sagen, da war eine deutliche Software-Engineering-Komponente in der ganzen Arbeit, die vielleicht sozusagen so ein bisschen mitschwang. Aber darauf möchte ich noch ein bisschen genauer eingehen. Ich habe mal gehört, gute Softwareentwickler produzieren nicht etwa weniger Bugs, sondern einfach nur schlauere Bugs. Und ich glaube, das ist mit Masterarbeiten ähnlich. Gute Masterarbeiten lösen vielleicht nicht weniger Probleme oder haben nicht weniger Probleme, aber erlauben sozusagen kniffligere oder schwierigere Probleme so zu lösen, indem sie also gewisse Dinge sozusagen, indem die Masterarbeiter gewisse Dinge selber lösen. Jetzt haben wir gehört, da war also eine 3D-Bin-Packing-Komponente dabei, ein Planungstool. Und der Jonas hat sozusagen diese Komponenten, man muss sich ja auch vorstellen, die existierten schon. Das ist bestehender Code, der ist teilweise in C++ geschrieben, teilweise sind da Integrationsarbeiten in Java oder Web-Services notwendig gewesen. Eine andere Komponente war über eine Datenbank, auch ebenfalls wieder in C++ geschrieben. Die waren also nicht nur sozusagen von der Anwendungsdomäne her komplex, sondern auch von dem, was die Komponenten an sich selbst ausmachen. Und der Jonas hat da sozusagen neben der eigentlichen Fragestellung auch ein Stück Software geschrieben, das das Ganze erstmal umsetzt. Und darüber hinaus hat er sich
im Zuge dessen finde ich auch bemerkenswert, ein Visualisierungstool entwickelt mit Windows Presentation Foundation, was es gleichzeitig auch noch erlaubt hat, sozusagen diese Schritte der Planung und der 3D-Binpacking zu überwachen, und zwar visuell. Das ist in meinen Augen auch etwas, was eine gute Systems- oder Software-Engineering-Arbeit kennzeichnet, dass man die Tools soweit im Griff hat, dass man eben auch bei der Umsetzung genau anschauen kann, was sozusagen hier vonstatten geht. Und das insgesamt sozusagen zeigt, dass Jonas Softwarekonzeption, Softwarearchitektur, aber auch Implementierung und Debugging verstanden hat und es dadurch eben auch erlaubt hat, ein an sich kompliziertes Planungs-, Distributions- und 3D-Binbacking-Problem sozusagen erstmal in der Umsetzung zu analysieren und später auch durch Validierung, durch Messungen zu validieren. Und meine Erfahrung ist, dass bei der Validierung häufig und viele Maßarbeiter stecken bleiben, weil die nämlich alles andere als trivial ist. Und wir haben es ja gerade gehört, dass die Resultate waren, dass das durchaus für kleinere Probleme praxistauglich ist, dass das generell umsetzbar sein kann. Er hat also hiermit nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern vielleicht auch einen praxistauglich, wissenschaftlich verwertbaren Teil beigetragen, der auch von seinem Industriebetreuer entsprechend weiterverwendet werden konnte. Also gesamthaft ist zu sagen, dass das sozusagen eine preiswürdige Arbeit aus meiner Sicht war. Sehr schön. Dankeschön. Und einen herzlichen Glückwunsch an den Jonas Benz dafür. Dankeschön. Jetzt haben wir an der Stelle leider nur zwei Preise, aber wir hatten noch eine dritte Arbeit, von der wir gesagt hatten, ja, es ist uns nicht leicht gefallen, aber da keinen Preis dafür, aber auszuziehen, aber wir mussten uns letztendlich entscheiden. Trotzdem fanden wir, dass die Arbeit von den Herrn Christen auch so gut war, auch vom Ansatz, von der Idee her, dass wir gesagt haben, es ist auf jeden Fall wichtig, dass er auch mal hier die Bühne bekommt und wir seine Arbeit auch ein bisschen mehr nach vorne heben können, weil er sich einfach um ein Thema gekümmert hat, was Softwareingenieure auch immer umtreibt, nämlich wie kriegen wir denn die Codequalität gesteigert und mit dann den KI-Ansätzen, die man sich heute sowieso irgendwie zusammen wünschen kann. Aber da übergebe ich jetzt einfach mal an den Herrn Christen. Können Sie es kurz erzählen? Ja, vielen Dank für die Einleitung. Also in meiner Arbeit ging es dann da auch um die Verbesserung von Codequalität mit neuronalen Netzen. In meiner Arbeit habe ich mich genau gesagt auf das Detektieren von Schwachstellen in C-Code und C++-Code fokussiert. Und in der Recherche habe ich da herausgefunden, das gibt es auch schon einige Ansätze, einige Forschungsansätze, aber die haben immer vor allem immer das Problem, dass der Code beziehungsweise die Vorverarbeitung des Codes nie wirklich gut dokumentiert ist, geschweige denn evaluiert. Und da das für neuronale Netze essentiell ist, weil die wollen ja dann Muster erkennen, um diese Schwachstellen zu erkennen, ist es ein ziemlich großes Problem, was aber abhängig davon ist, wie gut im Endeffekt die neuronalen Netze diese Probleme erkennen können. Und bei Vorverarbeitung geht es natürlich auf der einen Seite dann, wie ist der Code denn wirklich repräsentiert? Also man kann den ja als AST betrachten oder einfach als Sequenz von Tokens. Auf der anderen Seite aber auch, welche Elemente des Codes benutzen wir überhaupt? Also ist es denn wirklich wichtig, dass wir die Syntax-Tokens mit dabei haben? Oder brauchen wir denn den Namen der Identifier auch immer? Weil da ergibt sich auch noch ein weiteres Problem. Also es gibt ja beispielsweise schon in der Sprache viele, viele Anwendungsfälle von neuronalen Netzen. Aber da hat man meistens ein Vokabular, was deutlich kleiner ist als bei Code, weil bei Code ist es natürlich prinzipiell unendlich groß. Und da muss man sich dann natürlich überlegen, was man wie ersetzen kann und evaluieren, wie da die Auswirkungen sind auf die Ergebnisse und auf die Möglichkeit da, die Probleme im Code zu erkennen. Und als weiteren Punkt gibt es natürlich auch verschiedene neuronale Netzarchitekturen, die natürlich auch wieder für verschiedene Repräsentationen geeignet sind. Und hier war dann eine Studie nötig, also eine Cross-Validierung, welche neuronalen Netze mit welchen Vorverarbeitungen und welchen Repräsentationen am besten geeignet sind. Und am Ende habe ich dann eine Repräsentation quasi präsentiert mit einem neuronalen Netz, die da diese Probleme ziemlich gut lösen konnte und dann auch in der Lage war, auf dem Datensatz ziemlich gute oder sehr gute, immer noch sehr gute Ergebnisse zu erzielen, ohne das Problem zu haben, dass das Vokabular im Endeffekt
unendlich, also dass das Vokabular beschränkt ist und nicht mehr unendlich groß ist. Genau, das ist die kurze, sehr kurze Zusammenfassung meiner Arbeit hier. Ja, danke schön. Dann gebe ich nochmal an den Professor Reusner. Ralf, warum war das so eine tolle Arbeit? Ja, auch hier muss man sagen, also Herr Christner hat das Thema vorgestellt, man muss aber dazu sagen, man musste sich ja auch im Prinzip in jeden dieser verschiedenen neuronalen Ansätze bis ins Detail einarbeiten, um auch überhaupt zu verstehen, wie die Repräsentation ist, die gebraucht wird. Und der eigentliche Beitrag der Arbeit ist tatsächlich auch sehr originell, nämlich zu überlegen, was ist denn eigentlich das Zusammenspiel mit der Erkennungsleistung und wie stark hängt das eigentlich von der Repräsentation ab? Und dazu, wie gesagt, muss man sich in jeden dieser betrachteten Ansätze erstmal sehr stark reinarbeiten. Die unterscheiden sich konzeptionell natürlich auch zum Teil sehr stark. Und dann muss man konzeptionell überhaupt erstmal lösen, wie kann man das auch vergleichbar machen? Also weil natürlich diese Ansätze im Prinzip ja nicht einfach sagt, man hat einen Benchmark-Satz, den lässt man durchlaufen, dann kann man das vergleichen, sondern man muss eben genau erstmal diesen Einfluss der Repräsentation herausfinden, sodass also auch ein hoher Originalitätsanteil dazu kam. Und auch hier muss man wieder sagen, Herr Christner hat das Ganze sehr eigenständig gearbeitet. Er hat im Prinzip wirklich sehr kreativ selber Vorschläge gemacht und eingebracht. Und das war eben keine Arbeit, wo man manchmal nachher den Eindruck hat, das ist eine schöne Arbeit, aber das meiste war vom Betreuer dann irgendwie vorgedacht. So war es hier ganz und gar nicht. Es war, wie gesagt, ein sehr, sehr hoher Anteil von Eigenarbeit. Bis dann ja auch hin nachher zu ganz praktischen Hinweisen auch, ja, welche Repräsentation ist auch wirklich geeignet und passt auch zu welchem Netzansatz. Und ich denke, das Besondere an der Arbeit ist auch, dass viele andere darauf auch noch aufbauen können. Ja, dass man einfach sagt, das war bisher ein ganz wichtiger Baustein, der eigentlich fehlt in dieser Community. Ein neuronales Netz ist einfach mal schnell draufgeworfen auf irgendwelche Codebasen. Aber wie gesagt, das Verständnis, welchen Einfluss die Repräsentation hat, das war bisher noch nicht da. Und ich denke mal, dass diese Arbeit also auch ja praktisch wie aber auch wissenschaftlich noch eine hohe Strahlkraft besitzen wird. Und das war der Grund, warum ich auch diese Arbeit hier sehr gerne vorgeschlagen habe. Dankeschön. Ja, dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Herr Christen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal an die Betreuer, die es vorgeschlagen haben, für die Vorstellung der Arbeiten. Und dann würde ich jetzt übergeben an den Herrn Pienka, der uns jetzt ein bisschen was zu dem eigentlichen Thema der Sneak Preview sagt, nämlich zu dem Thema DevSecOps. Okay. Ja, perfekt. Ja gut, ich freue mich, dass doch noch so einige hier bei warmen sommerlichen Wetter, wir haben ja schon Sommerferien hier in Nordrhein-Westfalen, sich aufgemacht haben, aber zu Hause beim Bier oder so, lässt sich sehr wahrscheinlich aushalten. Ich freue mich auch wenn ich nicht in Karlsruhe bin, was beitragen zu können beim VSKI. Den gab es, glaube ich, auch schon zu meiner Zeit, als ich in Karlsruhe studiert habe. Das ist natürlich schon sehr, sehr lange her. Mittlerweile sogar Abiturkollege, Professor in Karlsruhe. Da sieht man auch, wie die Zeit vergeht, auch für Informatik. Ja, arbeiten durch für die Firma Materna. Wir sind einer der Top 4 mittelständischen IT-Dienstleister, so mit 2000 Mitarbeitern in Deutschland. Karlsruhe leider noch keinen Standort, der nächste ist in Stuttgart. Ja, ich selbst bin halt über 30 Jahre schon tätig, bin bei uns der einzige Principal Software Architect, auch öfters mal auf Konferenzen mit dem Entwicklertag, der leider nicht stattfindet. Habe mich schon sehr drauf gefreut. Aber immerhin gibt es ja eine Möglichkeit, digital Medien zu nutzen und auch einiges rüber zu retten. Ja, ich wollte, das ist mir auch immer wichtiger geworden als Architekt, was zum Thema Qualität ist ja eh wichtig für Architekt, aber Architektur und Prozesse, das hängt ja stark auch zusammen, wie man das auch nutzen kann, um halt auch mehr Sicherheit quasi in den Softwareentwicklungsprozess zu bekommen. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Natürlich agile Softwareentwicklung ist wahrscheinlich so der Startpunkt, wo auch die meisten ja auch angefangen haben, sich mit zu beschäftigen. Ich komme auch mehr so von der Automatisierungsecke, auch wenn agil natürlich wenig mit Tools an sich zu tun hat, sondern eben natürlich mit Einstellungen und mit Praktiken hilft es natürlich schon, wenn man entsprechende Methoden, entsprechende Werkzeuge entwickelt, die sich natürlich auch über die letzten 10 Jahre stark weiterentwickelt haben, gerade was das Thema Security auch betrifft. Ich will ja kurz auf Herausforderungen eingehen, die es halt gibt
immer noch bei der Security aus verschiedenerlei Gründen. Einerseits die Verwendung von Open-Source-Komponenten, was es einerseits einfacher macht, aber andererseits natürlich auch die Wiederverwendung von Fehlern natürlich auch erhöht und auch die Gefahr, dass andere das mitbekommen und das ausnutzen, ist damit ja auch gestiegen. Auch das andere Thema, dass man ja nicht mehr nur Code entwickelt, sondern oft auch im Sinne von you build it, you run it, gerade als Cloud-Native, als Entwickler ja auch die komplette Ablaufumgebung, Deployment-Umgebung auch mitbringt. Und auch da muss man sich jetzt drum kümmern, nicht nur den Code, den man selbst geschrieben hat, sondern auch die Umgebung, in dem man seine Sachen ablaufen lässt, Container genannt oder bei Kubernetes halt Pods. Wie sich das auch auswirkt, dass die Security immer weiter links möglichst früh getestet werden kann, idealerweise natürlich per Design, wobei das ja eher ein theoretischer Ansatz, schwierig zu testen, oder eben auch right, also bis in Produktion, dass man da auch Dinge anders macht, als man es vielleicht naiv machen würde, von der klassischen Push-Pipeline vielleicht zur Pull-Pipeline geht, gerade in der Verwendung von Containern, auch ein ganz wichtiges Thema, wie geht man mit Credentials um, Security Faults, da werde ich auch kurz drauf eingehen. Und wie schafft man das dann auch kontinuierlich, nicht nur einmalig, sicherer zu bleiben und sicherer zu werden? Ja, Security ist ja eigentlich jetzt nicht so das Lieblingsthema von Entwicklern. Auch nicht unbedingt ein Lieblingsthema von Betrieb. Ja, wo gehört es jetzt hin? Vielleicht ist man in der Firma, da gibt es eine eigene Qualitätsabteilung, Qualitätsmanagement, die sich dann mit IT-Sicherheitsrichtlinien beschäftigt. So war es ja, ist ja oft bei großen Firmen, ist natürlich nicht sehr hilfreich, weil dann gibt es dann die Papiere, wo zwar Richtiges drinsteht, aber es wird halt eben nicht richtig gemacht und es ist aber was Ganzheitliches, die Leute mitzunehmen, Awareness zu schaffen für die Probleme, die auch gerade natürlich in Produktion auftreten, aber oft schon viel, viel früher in der Entwicklung beginnen. Und deswegen, das ist ja auch das Schöne bei diesen Cross-Functional Teams in der agilen Softwareentwicklung, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern eben miteinander. Und da gibt es nicht großen Überschneidungsbereich, hoffentlich, wenn man so ein agiles Scrum-Team zum Beispiel hat, dass es zumindest jemanden gibt, der sich dafür zuständig erklärt. Das reicht ja oft schon, muss jetzt nicht der höchste Spezialist sein, sich mit dem Thema Security zu beschäftigen, auch dafür zu sorgen, dass auch technische User-Stories auch da nicht runterfallen, sondern im Backlog, sondern auch immer wieder Platz ist, um da auch technische Schulden abzubauen. Das gilt natürlich für dieses Thema Security auch. Der Drüberbau wäre halt auch, dass man zu diesen Spezialgebieten natürlich auch solche Meetings hat, Communities, wo man sich austauschen kann, geschult wird, auch an seinen Tätigkeiten feilt. Das ist ja bei Architekten auch mit Katas oder einfach auch, gibt es ja auch Übungsshops, wo man auch sich einfach mal reinhackt in Systeme, die bewusst auch Fehler haben und damit auch einen anderen Lerneffekt erzielt, wenn man nur davon hört, sondern quasi auch die Brille des Angreifers aufsetzt. Also da gibt es auch sicherlich viele Software-Themen kultureller Art. Achso, genau, also DevSecOps, Dev und Ops heißt jetzt nicht, dass es kein Security und kein Ops mehr gibt, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine gemeinsame Verantwortung und je größer die Schnittmenge ist, umso besser. Ja, wann hat das Ganze so angefangen? So die ersten glücklichen, sagen wir vor 20 Jahren, die überhaupt automatisiert ihren Code bauen konnten. Ich meine, die Leute, die C programmiert haben, die hatten das schon länger mit Make, aber so im Bereich Java mit Arndt und Maven immer noch gern eingesetzt, das Letztere oder Gradle, war man schon glücklich, dass man es außerhalb seiner IDE entwickeln konnte und auch nicht nur bei mir auf dem Rechner, Entwicklerrechner lief, sondern eben auch unabhängig, auch man sich nicht um Einstellungen von Werkzeugen kümmern musste, sondern das wirklich nachvollziehbar machen konnte. Das war ein sehr, sehr großer Schritt. Auch der Bereich, der war wahrscheinlich auch bei agiler Softwareentwicklung ganz gut abgedeckt ist, mit automatisierten Tests unterstützt, dass man da auch eine gute Basis hat. Dann, wenn man mehrere Teams oder mehrere Ergebnisse hat, muss man das ja auch meistens integrieren. Auch da gab es so die ersten Systeme, Cruise Control oder auch schon Jenkins, der in der Tat auch eher ein Integrationstool ist für kontinuierliche Integration und Ausführen von Tests. Natürlich kann man da auch, man hat es auch gemacht, in kleinerem Maße auch schon Security-Tests zu Find-Bugs, Find-Sec-Bugs, gab es ja eine Erweiterung im Bereich Java.
auch auszuführen, aber es war halt oft auch eher Backend-lastig. Die meisten Security-Fehler sind natürlich oft übers Frontend, über die API-Schnittstelle. Ja, dann kam natürlich Continuous Delivery dazu, dass man auch Release fertig war. Das war auch eines der großen Ziele von Scrum, dass man Potential Skippable Products ausliefert. Meistens waren es halt nur potenziell, also hat er hier aufgehört, hat dann auf Halde produziert, hat keinen Mehrwert produziert, weil man das halt eben nicht kontinuierlich in Produktion deployen konnte, wo ja quasi erst auch ein Nutzen oder ein Feedback auch entsteht. Da haben natürlich viele Internetfirmen, also kann man viele nennen, natürlich mit Google angefangen, aber auch die ganzen E-Commerce wie Amazon, die da wirklich im Minuten-, Sekundentakt, wo es eigentlich nie ein stabiles System gibt, weil immer irgendeine Softwareversion deployed wird, unterwegs ist, gibt es eigentlich gar nicht den Zustand, dass man sagen kann, jetzt laufen die und die Versionen an der und der Stelle. Gibt es auch verschiedene Verfahren, um ohne Risiko, zum Beispiel Blue-Green Deployment oder Canary Deployment, Funktionen reinzubringen und auch vor allem, wenn es schief geht, auch wieder zurückzubringen unter Produktionslast. Das hat natürlich einen enormen Qualitäts- und Erkenntnisgewinn auch für die Softwareentwicklung gebracht. Auch natürlich von der Mächtigkeit. Man war dann auch natürlich verantwortlich dafür, aber man hat die Mittel gehabt, nicht nur in die eine Richtung zu gehen, sondern eben auch idealerweise auch zurückzugehen. Aber das Thema Security war halt doch noch am Ende dann. Also bevor man dann live gegangen ist, gab es einen Pentest von der externen spezialisierten Firma, die dann auch wieder spezialisierte Tools hatte, so ein bisschen Geheimwissenschaft wie beim Zaubertrank. Dann gab es einen Bericht, der musste eingearbeitet werden. Natürlich der Konflikt, man wollte ja live gehen. Hat man dann lang rumdiskutiert oft. Hat dann gesagt, okay, mach das ja beim nächsten Release oder nächsten Sprint, wenn es kleinere Sachen war, man schon mehr Übung hatte. Aber beim ersten Mal war das nicht oft auch die Frage der Zuständigkeit. Ja, wer kümmert sich um die Aktualisierung des Betriebssystems? Ja, ist das jetzt Betrieb? Wer kümmert sich um die Konfiguration der Dienste, dass sie sicher sind? Ja, waren oft sehr unfruchtbare Ergebnisse. Wenn das so ein integrierter Prozess ist, stellt sich die Frage gar nicht. Das Team ist zuständig und versucht natürlich solche Dinge zu vermeiden oder auch, dass man dann vielleicht auch bei heiße Ticker dann in den News steht, weil die Passworte dann doch im Internet erkennbar waren. Zum Beispiel versucht das Risiko von Änderungen auch zu minimieren. Das war auch eins vom Agilen Manifest, dass man kontinuierlich auch ausdauernd nachhaltig ist, ohne zu verbrennen. Ja, das kann man auch mit DevSecOps machen. Wasserfall macht natürlich keiner oder gibt ja auch keiner zu. Ja, da war halt eben tatsächlich das Problem, dass man viel, viel angehäuft hat, das ganze Risiko erst am Schluss gemacht hat, konnte man iterativ natürlich mit kleineren Wasserfällen auch ein bisschen verbessern, so Rational Unified Process. Die Erwartung war natürlich kontinuierlich, also es bleibt immer gleich, die Geschwindigkeit bleibt gleich vom Team, die Anzahl der Funktionen, die geliefert wird, die Softwarequalität verschlechtert sich nicht. Das ist natürlich ein Idealbild. In der realen Welt sind es oft mehr so Kurven, wo man halt auch bewusst auch gegensteuern muss, wenn man gegen irgendeinen Schwellwert kommt, wo halt Erosion in der Architektur oder eben auch bei der Security so gravierend wird, dass ja das eigentlich nicht verantwortlich ist, in die Produktion zu gehen. Das zieht sich über alle Phasen hin. Das reicht jetzt nicht am Schluss, das quasi macht mal schnell sicher zu machen, sondern es fängt im Prinzip ganz am Anfang an, damit es halt eben auch kontinuierlich wird. Shift Left bedeutet halt eben in den ersten Phasen das unterzubringen bei diesen automatisierten Builds. Shift Right bedeutet es im rechten Bereich unterzubringen. Die traditionellen Security-Praktiken oder eben auch Tools wie Firewall, die wurden natürlich oft im rechten Bereich eingesetzt, waren jetzt nicht unbedingt so einfach reinzubringen in Entwicklungsbereich. Das war bei den Test-Tools ja auch ein gewisser Lernprozess, sich darauf zu bewegen, vielleicht auch neue Tools einzusetzen. Ja, und das ist so ein bisschen so ein Schaubild. Ist natürlich super, wenn man immer wieder liefert. Also man hat eine kontinuierliche Pipeline, wo immer wieder Code in hoher Qualität geliefert wird. Aber um Security hat sich keiner gekümmert und dann gibt es dann irgendwie so einen Armen im Team. Der muss dann quasi das Ganze dann wieder sauber machen. Ja, also ein bisschen sarkastisch dargestellt. Aber es ist auch ein echtes, ernsthaftes Problem, ne? Die großen Produktionsfortschritte in Entwicklung
neben dieser Teamorganisation im agilen Vorgehen ist ja auch, dass man viele Komponenten hat mittlerweile für die unterschiedlichsten Spezialgebiete im Bereich Open Source und man die einfach auch verwenden kann. Aber das Problem ist, dass natürlich diese Komponenten auch natürlich Fehler haben. Hat man ja vorher gehört, war ein gutes Bonbon. Also die Fehler ändern sich in der Masterarbeit, vielleicht auf ein höheres Niveau, aber sind nicht trotzdem noch da. Und in der Praxis ist es auch so. Auch die besten Softwareentwickler machen Fehler. Vor allem, wenn Komponenten vielleicht auch in Situationen eingesetzt werden, wo sie vorher gar nicht dafür gedacht waren. Und das Gravierende daran ist eigentlich mit diesem Zero-Day-Exploits, dass immer mehr von diesen Komponenten immer schneller quasi kritische Fehler in hohem Maße haben und viele das gar nicht mitbekommen. Also die Hacker natürlich schon, aber viele Firmen da eigentlich auch blind sind, da gar keine Sensibilität dafür haben. Das zeigt sich auch in der Erfolgsstory von Java, ist ja mittlerweile das Kobold des 21. Jahrhunderts. Auch da werden sehr viele Komponenten eingesetzt, so ein einfaches Spring Boot Projekt. Das ist ja irre, was man sich da allein durch eine einfache Konfiguration einkauft. Und wenn man da jetzt nicht kontinuierlich dran bleibt, und das ist leider bei vielen Projekten, die wirtschaftlich zwar erfolgreich sind, aber eben potenziell unsicher, ist über die Hälfte quasi die veraltete Komponenten haben, die auch noch kritisch dazu sind. Und das nimmt noch zu. Ja. Insofern, ja, ist gut, die Hälfte der Leute, die haben einen ganz guten DevOps, DevSecOps-Prozess, 50%, schaffen das auch angemessen, zum einen Drittel vom Jahr, von 100 Tagen quasi, darauf zu reagieren, auf Fehler und Schwachstellen in ihren Third-Party-Bibliotheken. Aber ist halt doch noch der größte Teil, der wirklich über mehrere Jahre das mitschleppt. Und da gab es ja bekannte Beispiele mit Struts und ja, aber auch im Bereich Node.js, obwohl das noch gar nicht so alt ist, wo auch nach Jahren auf einmal Lücken aufgetaucht sind und Leute, die es nicht wussten, was sie da verwenden, haben dann durch die Lücke über viele Monate, viele Jahre gehabt, potenzielle Angriffsfläche und ja. Deswegen halte ich auch nochmal den Aufruf, wirklich dran zu arbeiten, da eine Awareness zu schaffen in seinen Teams. Und man hat auch festgestellt, die Leute, das gilt auch bei DevOps, aber auch bei DevSecOps, die das schon länger machen und auch kontinuierlich da besser werden wollen. Also ein Beispiel ist dieser Forschungsbericht, der mittlerweile von Google gesponsert wird, von Accelerate, der jedes Jahr rauskommt, State of DevOps. Wirklich sehr empfehlenswert, an welchen Metriken die da arbeiten. Und die Firmen, die halt besser werden, die werden meistens nochmal um Skalen besser, die auch mehrere Scans ihres Codes pro Jahr, also fast jeden Tag ausführen, können natürlich da einfach mit umgehen. Das ist ihre DNA. Manche, die das dann sporadisch einmal im Jahr machen oder einmal zum Release-Quartal, die haben natürlich keine Möglichkeit, auch mit plötzlichen Fehlersituationen umzugehen, die dann kritisch werden, das einfach einzubauen. Das ist dann Stop the Line, da müssen alle aufhören zu entwickeln und diese Fehler dann beheben. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, weil das ja mittlerweile die Normalität ist und nicht die Ausnahme. Ne? Also wirklich von Anfang an dabei bleiben, spart man letztendlich auch Geld. Das ist jetzt so eine Managerfolie, ist auch von Barry Boehm, gab es ja schon auch in 80er Jahren. Also die Erkenntnisse sind schon alt. Die Umsetzung natürlich dann oft geringer. Man denkt immer, man kann immer sparen, indem es nicht auffällt. Aber das sind halt eben auch so technische Schulden, die sich dann exponentiell, auch hier flatten the curve, nicht exponentielles Wachstum bei den Kosten für Fehlerbehebung, sondern eben auch hier schneller reagieren können, auch um auch Fehler schneller beheben zu können und nicht warten zu müssen, bis dann irgendwann mal Zeit ist. Die Zeit ist natürlich nie. Ja, dass man versucht, das halt täglich hinzubekommen. Ja, wo ist heute Security untergebracht? Also die meisten, also 24%, die hier befragt wurden 2018, ja, machen wir immerhin. Machen nicht nur DevOps, sondern auch Security automatisiert. Bei manchen, das ist die linke Seite, kümmert sich halt der Betrieb drum, ganz traditionell. Bei manchen ist es
noch getrennt. Da muss es Entwicklung machen, seine eigenen Hausaufgaben machen. Oder es gibt auch schon diese neuen Disziplinen, um halt eben mit Fehlerbudgets, seit Reliable Engineering, das kommt ja auch von Google, da auch wirklich bewusst auch Fehlerkultur zu haben, auch für Experimente, um auch mal was kaputt zu machen, bevor es in Produktion kaputt geht. Also gibt es ja auch schöne Verfahren, Tools, Chaos Engineering, da auch das schlimmste Szenarien dann auch sich damit zu konfrontieren. Setzen wir jetzt noch nicht ein, aber große Firmen machen das jetzt schon. Ja, die meisten Softwareentwickler denken ja, es geht ja nur um Code und das packt man dann in irgendeine Schachtel, das heißt Container, und die Schachtel läuft halt irgendwann mal im Cluster. So ist es im Prinzip ja auch technisch. Praktisch ist natürlich so, kaum ist der Container gebaut. Die Frage, nimmt man jetzt einen fertigen Container einfach vom Internet? Natürlich hoffentlich nicht, sondern aus einer gesicherten Quelle. Nimmt man einen minimalen Container? Am besten natürlich, man baut selbst, dann hat man auch die Kontrolle am besten selbst. Setzt natürlich da mehr Wissen voraus, mehr Aufwand, der sich als langfristig auch auszahlt. Kurzfristig erscheint das andere die beliebtere Variante zu sein, oder man kauft halt eben eine Distributor wie Red Hat oder so, die für einen quasi auch schon das machen, nicht über ein Betriebssystem, Container scannen, Container sicher machen. Ja, also als Entwickler ist man eben heute leider nicht mehr nur für den Code zuständig, sondern eben auch, dass der Cloud läuft, und in der Cloud läuft es halt eben oft auch in Kubernetes-Cluster, die indirekt ja auch Container einsetzen. Also da ist schon viel, viel mehr dazu gekommen, auch an speziellen Aspekten, um das halt eben verteilt laufen zu lassen, die letzten 15 Jahre. Und auch mit Netzwerk hat es auch eine große Auswirkung gehabt. Man weiß halt eben vielleicht auch gar nicht, ist es jetzt ein hybrides, ist es public, ist es private, Cloud, wo es jetzt läuft, was ist das da für ein Netzwerk? Meistens geht man davon aus, dass es Zero-Trust-Networks sind, also dass alle Netzwerkverbindungen auch verschlüsselt und mit Zertifikaten versehen sind. Auch das natürlich automatisiert, um halt auch den verschiedenen Netzwerkverkehr da auch ziemlich sich mit zu beschäftigen. Und das sind natürlich Themen als normaler Entwickler. Gut, Betriebssystemvorlesungen gibt es ja immer weniger an den Unis. Und Netzwerk, da guckt man auch nicht so gerne hin, hauptsache es funktioniert, aber das sind natürlich Themen, die spielen dann schon auch für Fehlersuche, für Einfallstore in Produktion eine ganz große Rolle. Welche Ports mache ich auf, welche brauche ich wirklich? Ja, welche Tools kann man einsetzen? Also natürlich, es gibt diese Web Application Firewalls, good old story, macht halt ein großes hardwarebasiertes teures Gerät, was blöderweise natürlich dann meistens nur ja, für alle Projekte zur Verfügung steht, also immer sehr ein großer Engpass gewesen ist. Schon gut, wenn das halt softwarebasiert ist. Dadurch ist es halt auch einfacher verfügbar zu machen und auch zu integrieren und auch Änderungen zu testen. Das war ja auch mal so blöd, wenn am Firewall irgendwas geschraubt wurde und auf einmal ging die Anwendung nicht. Keiner ist es gewesen. Konnte man auch vorher nicht testen, weil die halt getrennt gearbeitet haben. Open-Source-Software spielt eine große Rolle. Dann gibt es halt verschiedene Verfahren, die kennt man ja auch von Code-Qualität, die kann man auch für Security ansetzen, statische Code-Analyse, angefangen von Lintern oder auch Compiler-Einstellungen, um da halt gewisse typische Programmierfehler, vielleicht auch für Anfänger, aber auch für Leute, die länger programmieren, auch da bewusster zu machen. Ein bisschen aufwendiger, da braucht man eine Integrationsumgebung, ist halt dynamische Code-Analyse, Dust. Containersicherheit, genau das Gleiche, gilt auch für beide Sachen, kann man statisch scannen, kann man dynamisch scannen zur Laufzeit. Natürlich die Abhängigkeitsanalyse, was verwende ich für Komponenten im Open-Source-Bereich, was gibt es vielleicht für indirekte Abhängigkeiten, wo ich gar nicht dran dachte, wenn ich jetzt Thema Spring habe, habe ich vielleicht doch eine Bibliothek, wo ich gar nicht bewusst wusste, dass das verwendet wird, muss ich mich ja trotzdem drum kümmern. Oder halt auch das interaktive Scanning. Also die, auch hier wieder die Grünen, die sind natürlich schon viel, viel weiter, was halt diese Scan-Verfahren betrifft, die gerade da anfangen mit DevOps, auch nicht, vielleicht noch nicht mal Security haben,
Die betreiben natürlich den Aufwand nicht. Die sind dann froh, wenn sie Sonarcube, wenn so die Codequalität, Codeabdeckung ganz gut ist. Aber das sagt, oder Clean Code einsetzen, Clean Code regeln, aber das hilft einem natürlich beim Security relativ wenig. Nur wenn der Code clean und schön strukturiert ist, heißt das jetzt nicht, dass da mehr oder weniger Schwachstellen dann drin sind. Ja, früher hat man quasi von außen abgesichert, so wie im Mittelalter mit dem Firewall, mit der Burg. Mittlerweile sitzt der Feind vielleicht schon drinnen, hat verschiedene Layer, die man absichern muss, wo man auch dafür zuständig ist, durch diese Verantwortung, die man als DevOps-Team ja auch hat. Ja, auch da gibt es halt eine Einschätzung von den Werkzeugen, wo die halt eingesetzt werden können in der Entwicklungsumgebung. Vom Entwickler ist natürlich ideal, wenn die gut integriert sind, nicht nur im extra Bericht, der im Continuous Build-Prozess abwirft oder dass dann eine Nachricht verschickt wird, dass ein Quality Gate gerissen wird, weil je kürzer die Feedback-Zyklen, umso schneller kann man es beheben. Da gibt es auch ganz tolle Entwicklungen, was jetzt KI betrifft, weil das vorhin bei den Arbeiten genannt wurde. Ich habe es jetzt selbst noch nicht ausprobiert, aber auch aus der Schweiz gibt es dann mittlerweile KI-basierte Code-Security, die sogar in Tools wie IntelliJ oder in Clips auch integriert sind, dass man quasi auch als Art Lerneffekt dann quasi angezeigt bekommt, wie könnte man das jetzt besser machen. Gerade auch Verwendung im Java-Bereich von Verschlüsselung und Kryptographie. Gibt es in Darmstadt auch ein Projekt, was das verbessert. Ist manchmal die API gar nicht so einfach, die korrekt zu verwenden und allein dadurch passieren auch oft Fehler, wo man gar nicht bewusst war, weil es funktioniert ja. Die Tests funktionieren auch, die automatisierten Tests, aber ja, hat vielleicht jetzt nicht die neueste Erkenntnis, wie man die API korrekt verwendet. Ja, anderes oft eingesetzt ist nicht beim Repository Manager. Das gilt halt für Java-Pakete, gilt für JavaScript-Pakete, NPM, gilt natürlich auch für Docker-Images, wo das halt auch eingesetzt werden kann. Oder natürlich auch in Produktion kann man auch einiges noch machen zur Runtime, Container-Sicherheit scannen. Aber vorher ist natürlich besser. Und das ist eben der Begriff Shift Left, also dass man versucht, möglichst viel, das ist ja auch bei der Testpyramide mit den automatisierten JUnit-Tests ja auch der Fall, von Security-Tests möglichst früh auszuführen, möglichst kostengünstig, eben statisch, lieber mehr statisch als mehr dynamisch, eben auch wegen den Feedback-Möglichkeiten, die es da gibt. Und das ist natürlich schon gewaltige Umkehr zu dem traditionellen Vorgehen mit den Pentests, wo man quasi als Blackbox das System betrachtet hat und sich dann quasi irgendwie reingehackt hat. Und auch oft natürlich bekannte Sachen gefunden hat, wie, ich meine, eine Software, die jetzt ein paar Monate alt ist, natürlich gibt es da Bibliotheken, die alt sind. Das ist jetzt keine große Erkenntnis. Aber manchmal gibt es ja auch Bestimmungen, dass halt gewisse Protokolle oder Einstellungen halt in der Firma halt nur verwendet werden dürfen. Ja, Shift Left ja, ist ein bisschen White Source Security, klassisch eigentlich wie bei JUnit-Tests, Findbug oder der Nachfolger Security. Das ist so quasi das typische Werkzeug, was man hier auch auf Code-Basis im Bereich Java einsetzt, aber auch da gibt es für JavaScript und so auch andere Bibliotheken, angefangen von Lintern, die so typische Sachen erkennen. Ja, das ist nochmal dieses Schaubild mit den drei Cs anders dargestellt. Also viele denken ja, Bibliotheken interessieren ja nicht, die bindet man ein und lädt man aus dem Internet runter. Besser natürlich aus dem eigenen Repository, wo die halt schon vorher gescannt wurden und vielleicht auch verhindert werden, dass dann kritische Bibliotheken dann doch in Produktion kommen. Oder eben auch, wie geht man mit Konfigurationseinstellungen um? Das muss ja dann quasi nach dem 12-Faktor-App auch quasi außerhalb konfigurierbar sein, muss alles mitbringen. Das passiert natürlich dann auch, dass man da vielleicht den schlechtesten Weg wählt, um Security mit den Containern zum Beispiel auszutauschen, indem man es über Parameter mitgibt. Kann natürlich jeder, der einen Prozessmanager hat, auch mitlesen. Also gibt es sicherlich auch ausgefeiltere Sachen, als jetzt einfach in GitHub seine Passwörter einzuschicken oder die Zugänge für AWS. Ja, aber da kommt man halt vielleicht jetzt nicht drauf, wird man auch nicht direkt hingewiesen. Ist man mittlerweile natürlich sensibilisierter Wort geworden, weil da auch schon große Schaden mit angerichtet wurde.
Ja, also es ist schon noch ein bisschen viele Themengebiete, die man auch im Bereich Cloud Native auch berücksichtigen muss, wo vielleicht auch die Toolkit noch nicht so weit sind. Ich wollte jetzt nur auf diesen einen Bereich eingehen. Naiv, hatte ich ja vorhin schon genannt, würde man quasi alles pushen, dass man quasi Continuous Integration, wenn dann das Quality Gate ist, geht es dann rüber, quasi hat ein Golden Build gebaut, wird dann quasi im Deployment quasi nur noch die binären Artefakte dann zusammenbasteln und wird sie dann in Produktion pushen, nachdem auch die Tests gelaufen sind, Integrationstest. Ja, das Problem ist dann, dass dann der letzte Deployment-Server natürlich Rechte, Schreibrechte natürlich im Cluster braucht. Ist natürlich doof. Ja, wenn das jetzt einer rausbekommt, weil das kann man natürlich dann auch verwenden, um seinen eigenen Code oder fremden Code dann auch in Produktion zu bringen, um den dann später mit anderen Sachen zu benutzen. Deswegen versucht man eigentlich das Prinzip umzukehren, dass quasi keiner durchgreifen kann auf Produktion und das Produktionssystem quasi auf Änderungen reagiert, um sich dann nur lesend quasi die fertigen, in dem Fall Images mit Container einfach holt, aber die eben nicht mehr verändern kann, die sind halt signiert. Ja, ach so, das mit der Signatur, das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, was meiner Meinung nach oft viele nicht machen. Man verwendet externe Bibliotheken, aber guckt eigentlich auch gar nicht, ob sowohl Bibliotheken als auch Images, ob die verändert wurden in der Zwischenzeit auf dem Weg von Internet zu meinem Rechner. Das ist nicht ganz einfache Art, um quasi was sicherzustellen, Integrität. Ja, das Thema Shift-Write ist halt vor allem, wie geht man mit Credentials um? Gibt es halt gewisse Faults, wo man halt auch das ablegen kann, wo man quasi auch da jetzt das nicht eincheckt ins Versionssystem, wo man halt nur indirekt quasi auch drauf zugreift. Das ist ein Verfahren, um das auch zu machen. Kann man durch noch mehr ausbauen mit Hardware und so weiter. Am besten mal kombiniert es beides, Shift-Left und Shift-Write, dass man beide Sachen hat und lässt auch die Erkenntnisse von Angriffen, zum Beispiel in Produktion, auch zurückfließen. Das können ja wertvolle Informationen sein, also nicht nur Performance-Metriken, sondern eben auch, was wird denn gerade noch probiert? Vielleicht hat das jetzt nicht geschafft oder nur eine Sache überwunden, dass man da vielleicht beim nächsten Sprint schon mal die Sachen angeht, die im Moment gerade quasi Angriffspunkte sind, aber halt vielleicht noch nicht zu dem großen GAU geführt haben. Ja, auch die Pipeline ist kritisch. Also das eine ist ja mit den Berechtigungen, die die haben auf den jeweiligen System, wo sie deployen. Und das andere ist ja auch, dass die Pipeline altert. Mein gutes Beispiel ist ja immer Jenkins, was natürlich oft noch eingesetzt wird, was eigentlich ein Integrations- und Build-Server ist, aber natürlich gern auch für Deployment eingesetzt wird. Mit vielen Plugins, das ist ja nur quasi so ein modernerer Cronjob, die natürlich auch miteinander kombiniert getestet werden müssen. Haben wir viele sich natürlich oft was zusammengestöpselt, bedeutet oft, dass diese Pipeline gar nicht mehr aktualisiert wird. Also, aber das ist natürlich das Schlechteste, man baut seine moderne Software ganz aktuell, ganz frisch mit einer Pipeline, die auch veraltet ist. Das heißt, man hat dann auch oft manche Tests nicht drin. Die Pipeline ist natürlich auch angreifbar, um da was einzuschleusen. Also, und wird vielleicht auch nicht gemonitort, wenn es mal ausfällt, weil wenn nur eine, im schlimmsten Fall vielleicht nur eine Pipeline hat, also wenn man Versionsupdate macht und es geht irgendwo was schief, merkt es dann das nächste Projekt, was dann quasi diesen Schritt durchgeht, dass da eine Inkompatibilität zwischen SonarQube-Plugin und Jenkins zum Beispiel gegeben ist, habe ich alles schon erlebt. Deswegen ist für mich zumindest die Frage, möchte man sich das jetzt wirklich antun, diesen Best-of-Breed-Ansatz, alles zusammenzustöpseln von den besten Spezialisten für die einzelnen Schritte, oder reicht oft nicht auch ein Ansatz, um das Thema Security quasi integriert natürlich zu machen, aber auch immer aktuell. Und GitLab ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich jetzt auch diese Folie habe, eine Möglichkeit, vielleicht jetzt nicht unbedingt die besten Features zu haben, aber ein bisschen diese Komplexität in diesem Tool-Pipeline auch ein bisschen zu reduzieren und sich aufs eigentliche Ziel, gute Software zu erzeugen, konzentrieren kann. Und jemand anders, zum Beispiel gehostet, kümmert sich drum, dann die aktuelle Version mit aktuellen Werkzeugen
neuen Features, die ich natürlich auch nutzen kann, dann zur Verfügung zu stellen. Das ist eine sinnvolle Arbeitsteilung, weil sonst passiert es, das ist jetzt von Sonatype, so ein Referenzobjekt, hat alle Logos untergebracht von allen Produkten, aber keiner kennt sich so richtig aus. Ja, man ist froh, wenn nichts verändert wird, damit dann die Pipeline nicht kaputt geht. So extrem habe ich es jetzt vielleicht nicht erlebt, aber es gibt schon bei großen Firmen, wo quasi auch jedes Projekt es entscheidet, und man würde das mal darstellen, schon sehr komplexe Gebilde, die dann natürlich auch nicht mehr beherrschbar sind, geschweige denn sicher. Deswegen beschränkt man sich vielleicht auf wenige Sachen. Wenn man jetzt historisch, ich habe jetzt nur ein Beispiel von einem Projekt, wo ich jetzt quasi frisch war, typische Vertreter, die man hier einsetzt, genommen. Was bedeutet das? Es ist von jedem Hersteller ein anderes Tool. Natürlich, jeder hat irgendwelche Abhängigkeiten. Wenn ich jetzt ein Update mache, kann es eben passieren, wenn ich vor allem keine Tests für meine Pipeline habe, es geht dann kaputt. Also das heißt, ich bin nicht lieferfähig, ich bin blind. Deswegen spricht eigentlich schon einiges dafür, dass man keine Kopfschmerzen bekommt. Quasi eine integrierte Lösung. Ich meine, GitHub hat auch einige Security-Sachen drin. GitLab, das ist so eine Übergriffsfolie. Bin ich mittlerweile eher ein Fan davon, weil die eben auch oft für die Cloud-Lösungen auch schon vorgedacht sind und gemacht sind, als die Spezialisten, die natürlich rein in der Funktionalität vielleicht schon einiges mitbieten, aber man braucht ja auch dann wieder Spezialisten im Team oder man hat wieder ein eigenes DevOps-Abteilung, die sich quasi drum kümmert. Aber das ist jetzt nicht im Sinne von diesem Prozess, dass man wieder Verantwortung abgibt, also eigene Toolabteilung dafür macht. Da geht ja auch wieder das Fingerpointing los. Ja, also das vielleicht nochmal so als Anregung, um vielleicht auch da nochmal seine Pipeline auf den aktuellen Stand zu bringen, wenn man vielleicht noch unten unterwegs ist mit Tools, die natürlich ihren Dienst tun, auch große Beiträge auch geliefert haben. Aber warum soll man nicht oben hin wechseln? Ist gerade für kleinere Projekte oft auch umsonst oder Open-Source-Projekte sogar. Und erstaunlicherweise haben die das auch schon integriert, verschiedene Scan-Verfahren, jetzt meistens natürlich in der Enterprise-Variante, natürlich mehr als in der Community-Variante. Eigentlich das, was man braucht, pflegen auch eine Vulnerability-Database, wo die ganzen Schwachstellen von den Komponenten mit Erklärungen auch drin sind, um da vielleicht auch Hinweise zu bekommen, nicht wie nur da ist eine Schwachstelle, sondern mit der Version oder mit dem und dem Verwendung könnte man das dann umgehen, Workaround. Auch das ist oft gut, jetzt nicht nur Polizist zu spielen, sondern eben auch da den Entwickler eine Hilfe zu geben, wie er besser werden kann, wie er Fehler auch vermeidet. Ja. Die Sachen möglichst früh einzusetzen, natürlich in der Entwicklungsumgebung vom Entwickler, auch in der Integrationsumgebung, auch beim Deployment in der Integrationsumgebung und dynamische Tests zu machen. Ja, natürlich auch Pentests fallen jetzt natürlich nicht weg, auch mal chaotisch zu testen, Dinge auszuprobieren, die vielleicht nicht vorgesehen waren. Auch das kommt ja immer vor, Teufel steckt ja im Detail. Auch da kann man besser werden und von großen Firmen auch lernen. Und das wäre in meinem Sinne auch eine DevSecOps-Pipeline, die halt wirklich alle Phasen auf jeden Fall was hat, wo Security stattfindet, automatisiert, damit es unabhängig ist vom Kopfmonopol und auch natürlich aktuell die Pipeline als Produktivsystem zu sehen, das natürlich auch sicher ist, weil sonst ist es ein bisschen in die Tasche gelogen, wenn der Code sicherer gemacht wird mit einer unsicheren Pipeline, wird ja auch keiner mit einem Auto rumfahren, was einen Platten hat. Also ja, auch da spart man letztendlich Geld, spart letztendlich auch technische Schulden, die man aufbaut. Man bekommt auch mehr Transparenz, also besser, man weiß, man geht in Produktion mit Sicherheitslücken, das kann man ja ruhig machen, aus verschiedenen Gründen, aber man hat es halt dokumentiert und hat vielleicht auch einen Grund, das dann doch unterzubringen und nicht ad hoc, weil jetzt irgendwie das in Produktion aufgetreten ist, weil man gesagt hat, okay, wir haben jetzt wirklich mehrere Minor- oder Major-Versionen übersprungen. Jetzt müssen wir einfach im nächsten Sprint einfach mal aufräumen und Dinge abbauen, Dinge sicherer machen, bevor uns das um die Ohren fliegt. Also, ja, es gibt auch noch einige Regeln.
Welche jetzt in Anbetracht der Zeit vielleicht auch eher für die Diskussion, ich kann die Folie auch zur Verfügung stellen, dann später nochmal machen. Ich denke, der untere Punkt ist ganz wichtig, dass man halt versucht, die ganzen Security-Themen möglichst nah an die Entwickler zu bringen, natürlich auch mit Trainings, vielleicht auch mit diesen OWASP Security Bug-Shops wie Juicy Shop, genau, das einfach mal auszuprobieren, mal so ein System zu hacken, das ist schon interessant, oder eben auch mal jemand ranzusetzen, der neu im Projekt ist, um das System kennenzulernen. Vielleicht stellt er auch da Dinge fest, wo man gar nicht davon ausging, dass da Lücken sind. Das sind ja Neulinge auch sehr kreativ oder naiv. Kann man ja dann auch produktiv auch nutzen, um die Kosten dann zu reduzieren, indem man halt das möglichst früh erkennt, möglichst früh automatisiert, monitort, auch sein Software-Stack da Transparenz schafft in seinen Abhängigkeiten, das Risiko auch überhaupt quantifizieren zu können. Bei den Quality Gates auch da Regeln zu hinterlegen, wo man halt nicht mehr mitgeht, um halt auch da den menschlichen Faktor ein bisschen zu minimieren, so den Big Hippo, der dann doch wieder sagt, ah, wir müssen jetzt aber trotzdem. Ja, das ist auch so eine Regel, möglichst die Ruhe bewahren, also Hektik hat auch hier nichts gebracht, möglichst alles zu automatisieren, also die Zeit der Helden ist vorbei, die quasi mit irgendwelchen obskuren Editoren und Hacks da irgendwie das Produktionssystem dann doch wieder am Laufen hatten, auch da möglichst alle Änderungen zu versionieren, die man gemacht hat, Skripte oder Konfigurationsdateien, Infrastruktur als Code, hilft auch, da ruhig zu schlafen. Auch da nochmal ein nachdenkliches Bild ganz zum Schluss. Der Dreck, der fließt ja meistens von oben nach unten. Deswegen auch da möchte man jetzt nicht unbedingt, dass das Plastik dann schönen Riffs dann irgendwo landet, um dann irgendwelche Tiere zu schädigen oder halt sinnbildlich halt in Produktion und man dann nicht mehr die Zeit oder es ist so viel geworden, dass man es gar nicht mehr auf den ganzen Müll dann auflesen kann. Auch da möglichst früh anzufangen. Natürlich ein Problem, was ist mit Legacy? Auch da kann man durch schrittweise besser werden. Gerade noch was jetzt Code-Abhängigkeiten ist, muss man vielleicht eh irgendwann mal ran. Ja, aber ist natürlich ein größeres Thema, wenn die Software schon groß ist. Wenn sie klein ist, kann man die Fehler auch eher kleiner halten, bevor es dann zum großen Schlamassel kommt, im großen Meer. Ja, also hier auch zu sagen, Security ist wichtig, ist jetzt nicht nur quasi, ich hoffe, es wird schon gut gehen, so dieses Rheinische ist bisher immer gut gegangen, ist schon manchmal auch erschreckend, wie alt manche Software ist, die man bei Kunden erlebt. Natürlich erfolgreich, aber wo man immer denkt, wie überleben die dann die nächste Woche, gerade im Internet, vor allem, wenn keiner richtig dran arbeitet, dass es auch mal weniger wird. Ja, also hier kontinuierlich halt auch seine Fixrate. Das könnten ja auch solche Goodies sein, um mal auch zu benchmarken, wie gut mir wird. Wie weit ist man hinterher, was jetzt Security-Bugs in den Third-Party-Libraries ist, wie hoch ist die Codequalität? Nicht nur bei der Programmierung Code-Regeln, sondern eben auch Security-Regeln gehören auch zu Code-Regeln dazu. Und ganz wichtig, wie schnell kann ich darauf reagieren, wenn doch unerwartet, das gibt es ja auch, Zero-Day-Bugs passieren. Und da gab es ja schon Dinge, die gingen bis zum Betriebssystem runter. Das sind natürlich manche Firmen ganz paranoid, die selbst ihren Compiler quasi selbst übersetzen. Muss jetzt vielleicht nicht sein. Aber gut ist natürlich schon, auch wenn man da reagieren kann, um dann zum Beispiel seinen Container auszutauschen. Oder wenn es noch weiter drunten ist, auch da einen Mechanismus zu haben, um vielleicht da schon mal Betriebssystem aktualisieren zu können, quasi Breakouts zu reduzieren. Ja, wäre ich in der Zeit, wäre ich auch fertig. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Fragen gibt. Gibt es Fragen? Wäre jetzt Zeit auch zur Diskussion. Sehr schön, vielen Dank. Sie können gerne entweder kurz Hand heben, wenn Sie Fragen haben, dann würden wir Sie kurz dann laut schalten, dann können Sie die Frage stellen oder im Chat eben.
Wo kann man diese Hand heben? Die Hand kann jeder heben, also die ganzen Teilnehmer, die haben ein Handzeichen, wo sie dann sagen können, genau, sie sind Referent, deswegen entfällt das bei Ihnen direkt. Ich hätte direkt eine Frage auf der Folie 25, wenn Sie kurz dahin gehen würden. Mal gucken, wie macht man das? Gehe zu. Beende. Gehe ich schneller hier so hin. Ja, genau, Shift Left. Okay. Nein, jetzt sehe ich Deep Code. Ja, jetzt, genau. Shift Left, Shift Right zusammen und so weiter. War das, also ein bisschen vielleicht provokativ gesagt, war das bei DevOps nicht auch schon so? Naja, gut, es, wie schon gesagt, das hat einen Grund. Also man hat das Security-Thema oft stiefmütterlich behandelt, hat sich ja. Codequalität hat manche Herausforderungen halt auch noch nicht gehabt. Wie geht man jetzt um mit Credentials in Produktion? Mhm. Ne? Mhm. Ich denke, das sind schon neue Fragestellungen. Man war halt froh, wenn es gebaut war. Also zum Beispiel das Thema Third-Party-Libraries, Abhängigkeiten, war ja jetzt kein Unit-Test oder so. Wichtig war, dass der Code kompiliert und die Tests sind ausgeführt. Das kann man ja auch mit alten Bibliotheken machen. Also, natürlich. Ja. Okay. Oder auch Open-Source-Lizenzen ist ja auch so ein Thema. Ja, vielleicht jetzt ein Randthema, aber das kann man eben auch gleich mitmachen. Hat sich auch keiner richtig zuständig gefühlt, solange keiner geklagt hat, hat man jede Lizenz genommen. Okay, sehr schön. Also ich sehe gerade, gibt es noch keine Fragen. Wir werden später noch zu einer Diskussion noch kommen. Open-Source war auch ein sehr gutes Stichwort, denn der zweite Vortragende, den machen wir jetzt gerade zum Moderator. Und Daniel Käfer von 1&1, wenn er die Präsentation starten würde, würde uns aus dem Open-Source-Bereich Tools vorstellen für DevOps. Bitte schön, Daniel. Ja, zu meiner Person. Wie Sie vermutlich mittlerweile an meinen ersten Wörtern rausgehört haben, bin ich kein Native Speaker. Ich komme ursprünglich aus Tschechien. Ich hoffe, trotzdem wird mich möglichst jeder gut verstehen. Ich werde Mühe geben. Jo, ich habe in Tschechien studiert, habe mich da ein paar Jahre im Consulting-Business bewegt. Jetzt seit 2011 arbeite ich bei der 1&1. Da bin ich mehrere Positionen durchgegangen. Und aktuell helfe ich mit meinem Team dabei, dass die Produkte von den Marken Web.de, GMX, Net.com, vielleicht haben Sie schon von welchen was gehört, dass sie jeden Tag besser werden und dass wir unseren Kunden ein sicheres Zuhause bieten können. Security ist auch ein Thema, das mich privat beschäftigt. Ich bin seit einigen Jahren auch bei OWASP tätig. Falls es Leute gibt, denen OWASP gar nicht sagt, keine Sorge, ich stelle euch noch kurz vor. Ich habe da so zwei Projekte, wo ich tätig bin und beide zeige ich auch heute kurz oder streich kurz vor. Ja, einfach, weil ich natürlich stolz darauf bin. Jo, heute wird es darum drehen, also einmal um OWASP selbst. OWASP bietet sehr viel für alle möglichen Gruppen, also Pentester, Security allgemein, Operations. Also wir werden heute sich auf die Entwickler zielen und natürlich auch ein Entwickler kann sich jetzt bei vielen Quellen bedienen und da werde ich heute auch einfach bei OWASP bleiben, damit wir scopen können. Ja, falls OWASP für Sie neu als Begriff ist, es ist ein NGO, ursprünglich aus den USA, nichtsdestotrotz mittlerweile weltweit tätig, 2001 gegründet, mittlerweile über 10.000 Mitglieder, sehr viele Projekte und die Mission ist, Sicherheit von Software statt zu verbessern. Wenn Sie die Seite OWASP.org in den Browser eingeben, werden Sie so eine Seite sehen oder zu sehen bekommen. Und hier ganz oben
sehen Sie im Prinzip die Struktur und so kann man auch etwas begreifen. Einmal gibt es da sehr viele Projekte, das sind einfach Open Source Tools oder Knowledge Bases oder alle möglichen Arten von Ressourcen, die Ihnen bei bestimmten Sicherheitsherausforderungen helfen können. Dann gibt es Chapters, das sind lokale Einheiten, manchmal auf der Stadtebene, manchmal auf der Ebene von einzelnen Ländern. Das heißt zum Beispiel bei Deutschland ist es so, dass es einen großen Overseas Germany Chapter gibt und dann in einzelnen Städten gibt es Stammtische, die mehr oder weniger regelmäßig stattfinden. Falls die Zuhörer aus Karlsruhe sind, in Karlsruhe, falls es gerade keine Corona-Zahlen gibt, gibt es den Stammtisch immer den ersten oder meistens den ersten Montag im Monat. Funktioniert so, in der Regel gibt es zuerst einen Vortrag zu einem sicherheitsrelevanten Thema und dann geht man gemeinsam ein Bier trinken. Also ist höchst empfehlenswert, natürlich kostenfrei. Und dann organisiert OWASP noch Events, die sind einmal lokal, zum Beispiel OWASP German Day, letztes Jahr in Karlsruhe, das nächste wird in München sein, stattfinden, aber auch globale, also in der Regel eine große Konferenz in den USA und in Europa. Das heißt, da kann man sich auch durchaus bedienen. Jo, und ich war extrem gespannt, ob mein Vorredner dieses Thema anspricht. Und glücklicherweise wurde ich nicht enttäuscht. Das heißt, ich werde nicht mal fragen, was jetzt ich in diesem Fall sagen möchte. Es geht natürlich um Shift Left. Und jetzt die Frage ist, wie weit möchte man links die Aktivitäten schieben? Ja, man hat irgendwann bei der Produktion angefangen, hat man festgestellt, okay, das ist nicht so gut, wenn man sehr reaktiv unterwegs ist. Haben gesagt, okay, dann schieben wir links in die QA. Das ist auch jetzt irgendwie suboptimal, weil die ganzen Bugs muss man fixen, die Fixes machen oder produzieren weitere Bugs. Okay, dann geht man wie zurück in Build, man lässt den Build failen, falls es irgendwelche Schwachstellen festgestellt werden, da ist es teilweise aber auch von vielen Gruppen nicht so optimal. Geht man weiter links in das IDE. Man nutzt irgendwelche Plugins, die versuchen zu erkennen, ob der Entwickler gerade was schreibt, was nicht ganz sicherheitskonform ist. Ich muss aber sagen, ich bin ganz großer Fan davon, eigentlich noch weiter nach links zu gehen und eigentlich mit dem Know-how, mit den Trainings anzufangen. Warum? Man könnte DevSecOps auch so verstehen, ja, wie ich baue mir eine Pipeline und aber die Pipeline schmeiße ich jedes Security Tool, das ich finde. Allerdings, wenn ich nichts wenn ich recht wenig verstanden habe von den Problemen, dann werden diese ganzen Tools bei mir erstmal ganz heftig einfach Arbeit produzieren. Und es wird für mich auch sehr schwer zu beurteilen, ob dieser gesamte Aufwand eigentlich auch irgendwie wirtschaftlich ist. Es lässt sich auch ganz gut mit dem Sprichwort sagen, können Sie vielleicht, was bekommen Sie, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren? Und die Antwort kennen vermutlich die meisten. Und das ist eigentlich für mich auch der Grund, warum ich heute den Vortrag auf zwei Teile strukturieren möchte. Also einmal geht es mir tatsächlich um das Shift Left und wie welche Möglichkeit hat ein Entwickler, in das Thema einzusteigen und sich da weiterbilden, was sie da fahrt. Und dann werde ich auch ein paar Tools ansprechen und wenn wir genug Zeit haben, auch vielleicht auch kurz zeigen, damit Sie Gefühl bekommen, wie dieser OWASP-Projekt, also welche von denen sind vielleicht besonders empfehlenswert und mit denen Sie als Entwickler was anfangen können. Ja, zum Thema Wissen, was sagt über die Frage, ich erkenne das immer wieder, der Wissensstand ist sehr unterschiedlich zwischen Entwicklern.
Also von ganz rudimentären Kenntnissen bis zu tatsächlichen Sicherheitsaspekten. Und es ist nicht unbedingt mein Anspruch, und dabei muss ich der Anspruch von DevSecOps nicht, dass jeder Entwickler ein Security-Experte wäre. Allerdings jeden Entwickler kann man auf unterschiedlichen Stufen mitnehmen. Und so habe ich jetzt auch die Stufen strukturiert. Die Aufteilung kommt von mehr, das ist nichts Standardisiertes, und auch diese Maturity-Stufen, die erreichen gerade, würde ich auch eingehen. Im Prinzip, wenn wir anfangen mit der Awareness, man kann eigentlich nicht um Overstock-Den drumherum gehen. Ich muss gleichzeitig auch zugeben, ich erwähne heute das Projekt eigentlich nur, weil das Projekt so bekannt ist, dass ich schon öfter erlebt habe, dass Leute eigentlich OWASP und das Projekt Top-Ten vermischen. Es war tatsächlich auch eines von den ersten OWASP-Projekten. Aus der Entwicklersicht bin ich damit jetzt nicht ganz so wahnsinnig glücklich, muss ich zugeben, weil für mich die einzelnen Punkte aus Entwickler relativ wenig actionable sind und auch eher schwierig vergleichbar. Das heißt, mein Hauptgrund, warum ich eigentlich heute das Projekt mitgenommen habe in die Liste, ist eher, das Projekt zu verstehen, das ist einfach kein Standard. Es gibt viel mehr als 10 Sicherheitsschwachstellen, die ein Entwickler kennen sollte. Das Projekt hat nichts mit in Ausschreibungen zu suchen, aus meiner Sicht. Wenn Sie Sachen lesen, wie eine Anwendung muss zum Beispiel compliant mit Overstock 10 sein, ist es auch sehr schwierig zu machen. Wenn wir uns die A2 anschauen, Broken Authentication, das kann extrem viel bedeuten, hängt auch von Business Requirements ab. Also die Hauptmessage, die ich hier an der Stelle abgeben möchte, ist, okay, es ist irgendwie ein Awareness-Projekt. Wenn man einen freien Nachmittag hat, ist es nicht schlecht, wenn man sich das Projekt durchgelesen hat. Es ist allerdings nicht standardisiert und es sagt nichts über die Sicherheit von Anwendungen. Das heißt, wenn Sie auch eine Anwendung haben, die gegen keine von diesen Top 10 verwundbar ist, bedeutet das noch lange nicht mehr, noch lange nicht, dass die Anwendung tatsächlich auch sicher ist. Nichtsdestotrotz, irgendwie muss man als Entwickler anfangen, wenn man tatsächlich komplett neu einsteigt. Und da finde ich bei OWASP eigentlich viel coolere Top 10, die leider viel weniger bekannt ist. Das Projekt heißt Proactive Controls. Ist auch ein Jahr neuer als die klassische Top 10, wobei beide Top 10 immer wieder erneuert werden. Und wenn ich als Entwickler nach 10 Prinzipien suche, denen ich folgen möchte oder sollte und dadurch meine Chancen deutlich erhöhen möchte, dass ich auch sichere Anwendungen produzieren, dann ist das aus meiner Sicht eher das Projekt zum Einstieg. Das heißt, falls Sie keine von den zwei noch gesehen haben, würde ich auf jeden Fall den Entwicklern unter uns eher die Proactive Controls empfehlen. Sie finden da viel mehr Terminologie, die Sie schon kennen, ganz praktische Beispiele und tatsächlich auch Sachen, wo Sie sich dann nicht fragen müssen, okay, kann ich irgendwie erkennen, wann ich die Anforderung oder den Control erfüllt habe. Gut, jetzt haben wir gesagt, dass irgendwie, wenn wir bei den Top 10 bleiben, habe ich jetzt natürlich keine Garantie, dass die Anwendung sicher ist oder dass das also in meinem Vorgehen auch irgendwie unterstützt. Und da kann ich tatsächlich auch was empfehlen, wenn ich ein ganz konkretes Problem auf dem Tisch habe. Entweder muss ich irgendwelche User Story implementieren oder ich habe
tatsächlich eine Schwachstelle im Ticket gemeldet bekommen, die ich fixen soll. Da gibt es aus meiner Sicht ein richtig cooles Projekt, heißt OWASP Cheat Sheet. Es sind 64 Cheat Sheets zu allen möglichen Themen. Also hier sehen Sie ein paar von denen. Es geht viel weiter. Und es, was ich daran spannend finde, dass er sich sehr oft sehr gut auf die Use Cases übertragen lässt, mit denen ich als Entwickler zu tun habe. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich Password Reset Funktionalität implementieren muss, dann finde ich dort von der Community Security Practices bereitgestellt, die tatsächlich auch oft recht tief und recht technisch werden und mit denen ich als Entwickler sehr gut arbeiten kann. Da sind wir jetzt bei dem Wissen, wo es ein bisschen detaillierter wird, aber vielleicht fehlt uns ein Rahmen. Das heißt, vielleicht habe ich jetzt nicht nur eine User Story auf dem Tisch oder eine Schwachstelle, die ich fixen muss, sondern tatsächlich, ich baue eine neue Anwendung und frage mich, okay, was sind die Security Requirements, gegen die ich die Anwendung entwickeln sollte. Und dann wäre es tatsächlich spannender. Aus meiner Sicht, das am meisten geeignete Projekt bei OWASP heißt ASVS oder Application Security Verification Standard, aktuell in der Version 4.0. Und da sieht man ganz schön den Unterschied zu den OWASP Top 10. Zum Beispiel wären Top 10 enthält natürlich 10 Requirements oder 10 Controls. OWASP ASVS enthält in der aktuellen Version 287 Sicherheitsrequirements, die in 14 Kategorien und dann Unterkategorien gegliedert werden. Das heißt, da sieht man auch, das ist wie eine ganze Menge. Wenn Sie jetzt erschreckt sind von den 287 Security Controls, die gute Nachricht ist, OWASP ASVS erkennt 3 Levels, je nachdem, wie kritisch eine Anwendung ist, kann man sich dort so weit bedienen, dass man sagt, okay, wenn meine Anwendung weniger kritisch ist, dann vorschlägt ASVS nur bestimmte Requirements. Das heißt, die knapp 300 Security Requirements, die gehören zu der höchsten Kategorie. Bei dem Level 1 sind das deutlich weniger. Das heißt, wieder, wenn man sich nicht sicher ist, welche von den ganz vielen Sicherheitsrequirements sich man anschauen sollte, dann kann man einfach auch bei den ersten Kategorie starten und dann bei Bedarf ausbauen. Gut, jetzt sind wir bei dem strukturierten Wissen angelangt. Das heißt, wenn ich eine einzige Anwendung baue, was alles soll ich befolgen oder welche Requirements sollte ich in Betracht ziehen? Öfter ist es auch aber so, dass Sie während Ihrer Karriere bei einer Firma nicht nur an einer einzigen Anwendung arbeiten und wie auch die ganzen Requirements, die 300, wie von Anfang an nochmal durchzuspielen, ist auch wie doof. Und da kommen wir auch zu einem Projekt, wo ich aktiv bin. Das Projekt gibt es mittlerweile auch schon länger. Also die erste Version kam 2007 raus. Jetzt seit Anfang dieses Jahres gibt es auch eine neue Major-Version, also Version 2, die auch eben mit DevSecOps-Themen viel mehr compliant ist und viel, viel besser diese Verfahren unterstützt. Und die Frage hier ist, okay,
wie ich entwickle hier ganz viele Anwendungen, wie gehe ich die einzelnen Themen an und in welcher Reihenfolge. So in der Security-Welt gibt es wahnsinnig viel zu tun, wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber was ist die sinnvolle Reihenfolge? Was soll ich zuerst machen, was danach? Und das ist genau das Thema, mit dem sich OWASP-SAM beschäftigt. SAM steht für Software Assurance Maturity Model. Und funktioniert wieder so, dass Sie hier diese 15 sogenannte Security Practices haben, wo Sie unterschiedliche Reifegrade erzielen können. Im Prinzip ist es so, es gibt drei Reifegrade. Der erste Reifegrad ist funktioniert so, dass Sie gerade angefangen haben, sich mit einem Thema bewusst auseinanderzusetzen, aber vielleicht nicht sehr strukturiert sind. Bei dem zweiten Level haben Sie jetzt einen strukturierten Prozess, den Sie auch jederzeit wiederholen können. Und bei dem dritten höchsten Reifegrad pflegen Sie diesen Prozess aktiv und verbessern Sie stets und evaluieren regelmäßig, ob Sie auch die gewünschte Verbesserung erzielt haben. Und im Prinzip innerhalb von diesen Security Practices gibt es auch ganz klare Regeln dafür, was alles muss ich tun, um diesen Reifegrad zu erfüllen? Wie erkenne ich das, dass ich den Reifegrad erfülle? Wie wirtschaftlich ist das, bestimmte Reifegrade von einzelnen Practices anzugehen, bevor ich wiederum an andere Reifegrade von anderen Practices angehe? Und wie erstelle ich eine Roadmap? Das heißt, hier im Prinzip, wie öfter so ein SAM-Projekt funktioniert oder SAM in Unternehmen eingesetzt wird, ist man noch, man macht zuerst ein Assessment von dem aktuellen Stand, das heißt, wo ich mich aktuell als Firma oder Organisation oder auch zum Beispiel ein Teil einer Organisation befinde. Dann definiere ich auch, wie weit ich kommen möchte. Das heißt, es ist nicht so, dass ich unbedingt immer den höchsten Reifegrad erfüllen möchte. Einfach deswegen, weil es nicht unbedingt immer wirtschaftlich ist. Vielleicht entspricht mein Risikoprofil auch nicht den einzelnen Anforderungen. Es gibt auch Firmen von unterschiedlichen Profilen. Das heißt, zum Beispiel im Finanzwesen habe ich viel mehr Anteil von wie Policy und Compliance, solche Themen auch als bei einem Startup zum Beispiel, das eher wenig reguliert wird. Genau, also dann definiere ich den So-Zustand und dann den Weg zu dem So-Zustand, den in der Regel in mehreren Phasen aufgeteilt werden. Das heißt, man erstellt zum Beispiel eine Roadmap für die nächsten 2 Jahre und macht alle 6 Monate ein neues Assessment, um zu überprüfen, ob ich in meiner Roadmap gut liege. Hier kommen tatsächlich in den Bereich, dass bei größeren Firmen eher bei Security liegt. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich auch einige Firmen erlebt und auch einige Mitglieder von dem Autorenteam von SAM sind tatsächlich keine Security-Leute, sondern tatsächlich vom Background eher Entwickler oder Software-Architekten oder solche ähnlichen Rollen wie die Principal Architects oder ähnliches. Das heißt, da haben wir so erstmal die Grundlage für das Wissen gelegt. Ich schaue gerade über, ob es welche Fragen im Chat gibt. Also auf jeden Fall sind Fragen später willkommen, aber Sie können auch jederzeit fragen und ich werde versuchen, es im Auge zu behalten. Und somit möchte ich eigentlich auch zu dem Thema Tool wechseln.
und auch vielleicht ein paar Tools zeigen. Und für heute habe ich mich drei Themen ausgesucht. Das ist einmal das Dependency Management, das auch schon von meinem Vorredner auch ziemlich viel adressiert wurde, liegt auch durch, an der Anzahl von Dependencies, die normale Entwickler nutzt. Wie die Zahlen, die ich kenne, sagen, dass heutzutage ungefähr 90% von Code eigentlich von Dependencies kommt und eigentlich nur 10% ungefähr in-house entwickelt wird. Das zweite Thema, da möchte ich mich mit Vulnerability Scanning beschäftigen und den Möglichkeiten, wie man diese Themen in Pipelines unterbringt. Und dann als drittes Tool habe ich mir was zum Thema zum Requirement Management ausgesucht. Wenn wir bei dem Thema Dependency Track oder Dependency Management anfangen, da gibt es bei OWASP ein mittlerweile richtig ausgereiftes Tool, heißt Dependency Track. Und ist im Prinzip ein Dashboard, das mir zeigt, für welche Schwachstellen sind welche von meinen Artefakten anfällig. Wie es funktioniert? Im Prinzip im ersten Schritt erstelle ich eine sogenannte BOM, also Bill of Materials. Das mir zeigt, falls ihr zum Beispiel Maven Dependency Tree kennt, wisst ihr, es gibt eine Menge von Dependencies, die bringen wiederum ihre eigenen Dependencies und das Problem ist vielleicht irgendwo in dem Baum befindet sich eine Schwachstelle, die tatsächlich auch die Sicherheit von meiner eigenen Anwendung beeinflusst. Und was mir an dem Dependency-Trick sehr gut gefällt, ist eigentlich das Kapseln von diesem Thema. Das heißt, ich kenne den Dependency-Tree und dann importiere ich in Dependency-Track. Und die zweite Sache, die in Dependency-Track importiert wird, das sind eine Menge von Schwachstellendaten. Das heißt, es gibt unterschiedliche Quellen für Schwachstellen. Die, glaube ich, NVD, National Vulnerability Database, das ist die bekannteste, die sogenannten CVEs, Common Vulnerability Enumeration, wo diese Liste dahinter steht, bereitstellt. Es gibt auch einige mehrere, sowohl kostenfreie als auch kommerzielle und im Prinzip OWASP Dependency Track bietet mir an, auch diese ganzen Daten anzubinden. Und dann kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt. Vielleicht haben auch welche unter Ihnen über so einen Dependency Check gehört. Funktioniert so, Dependency Check ist ein Tool, entweder Command-Line-Tool oder gibt es zum Beispiel aus Maven-Plugin oder andere Themen, dass ich irgendwie während Bauen zum Beispiel starten kann. Und das Tool sagt mir, für welche Schwachstellen ist meine Software aktuell verwundbar, mindestens theoretisch. Natürlich, das Tool arbeitet lediglich damit, dass man weiß, okay, ich setze eine bestimmte Bibliothek in einer bestimmten Version, was ich unbedingt noch nicht weiß, ob zum Beispiel die Funktionen und die Methoden von der Bibliothek, die ich in meiner Software benutzt werden. Das heißt, in der Regel komme ich da mit einer Menge von Schwachstellen und da darf ich mich erstmal da durchforsten und überprüfen, für welche Schwachstellen bin ich tatsächlich verwundbar und welche sind vielleicht nur False Positives. Das Problem kommt aber, dass alles passiert während des Bauens und was passiert jetzt, wenn zum Beispiel neue Schwachstellen dann den Tag danach veröffentlicht werden und dann zeigen sich sie ausweislich ganz große Stärke von OWASP Dependency Track und dass diese Themen separiert werden. Das heißt, wie OWASP Dependency Track hat einmal die BOM, die Bill of Materials
und auf gleichzeitig hort er sich täglich neue Daten von diesen Quellen zu Schwachstellen und ich kann mir da auch Alerting aufbauen, kann wie per E-Mails benachrichtigt werden, Microsoft Teams, ein paar Slack-Channel und ein paar weiteren Themen. Das heißt, ich kann auch proaktiv darüber informiert werden, dass die Software, die ich zum Beispiel vor 2 Wochen gebaut habe, jetzt an neue kritische Schwachstellen verwundbar ist. Ich werde jetzt versuchen, auch das zu zeigen. Hoffentlich seht ihr jetzt, ich hoffe, ich share das ganze Screen, das heißt, hoffentlich seht ihr das Tool. Ja, wir sehen das. Ja, super. Gut, das heißt, die Installation ist super straightforward. Man kann sich dann eigentlich ein Docker-Image runterladen, starten und das war's auch schon. Dann, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe hier einfach eine BOM erstellt, eine Overshoot, das auch mein Vorredner erwähnt hat. Das ist ein Tool, das ich heute nicht erkläre. Das ist eine absichtlich verwunderbare Anwendung, an der man sich trainieren kann als Security-Tester oder Penetrationstester, eben für Entwickler vielleicht interessant, aber nicht primär gedacht. Und jetzt sehe ich hier, okay, sehe hier irgendwelche Schwachstellen, sehe hier das Projektname und wenn ich jetzt hier darauf eingehe, sehe ich, okay, dieses Projekt nutzt wie über 800 Schwachstellen und diese Dependencies kann man auch einordnen nach zum Beispiel einem Risikostore. Man sieht, ob es eine neuere Komponente gibt und welche Komponenten gibt es neu und wie ich damit am meisten arbeite, am häufigsten als Entwickler ist für mich dieses Audit dafür. Also hier gehe ich, sehe ich einfach diese ganzen Schwachstellen, die kann ich auch nochmal einordnen und ich kann mit dem Audit anfangen. Und im Prinzip sehe ich hier die einige Informationen, wie die Schwachstelle funktioniert. Öfter gibt es auch Quellen zu weiteren Informationen. Und ich kann jetzt mich damit beschäftigen, ob mich tatsächlich diese Schwachstelle betrifft oder ob das vielleicht eine Funktion befindet, die ich gar nicht nutze oder ob sogar das Compile False positiv ist. Und was ich dann damit machen kann, ist sagen, okay, es ist not relevant. Sowas hier kann ich sagen, okay, wie not affected. Und jetzt kann ich mich zu der weiteren gehen. Und im Prinzip jetzt, wenn ich eine neue Version baue, dann habe ich schon mal diese ganzen Informationen sehr vorauspositiv abgearbeitet und ich kann mich tatsächlich nur mit den neuen beschäftigen. Natürlich, hier, was ich hier gemacht habe, ich habe dieses Projekt manuell erstellt, das heißt, was ich hier gemacht habe, ich habe einfach die BOM manuell erstellt mit einem Tool und hier hochgeladen. In der Regel, was man macht, es gibt einige Plugins für diese BOM und auch Clients für unsere Pipelines und ich kann einfach diese BOM zum Beispiel während des Bauens erstellen und hier automatisch hochladen. So würde ich es auch zum Beispiel empfehlen. Genau, abgesehen davon sieht man hier etwas auch, was meine Vorredner erwähnt hat, sind die einzelnen Lizenzen, die man nutzt. Und also hier kann man auch relativ einfach überprüfen, sind sie jetzt denn compliant mit ihrer zum Beispiel Unternehmenspolicy. Zur Übersicht, also hier sieht man die ganzen Komponenten, die man in Projekten nutzt, was sehr cool ist zum Beispiel die Schwachstellendaten, wo man sieht, also irgendwie schon in meiner, ich nutze ja jetzt nur die Open Source Quellen und hier habe ich schon mal wie 100
43.000 von Schwachstellen. Wenn ein neues CVE rauskommt, kann ich jetzt sehr einfach überprüfen, ob irgendwelche von meinen Projekten betroffen sind. Das heißt, insgesamt sehr, sehr spannendes Tool zu nutzen, sehr einfach einzusetzen. Natürlich, alles ist API first, das heißt, Sie können beliebig drumherum skripten, je nachdem, was Sie gerade brauchen. Das heißt, höchst empfehlenswert. Und dafür, dass das Tool nichts kostet, ist das extrem ausgereift, würde ich sagen. Ich schaue auf die Fragen. Es gibt keinen. Das heißt, dann würde ich einfach auf das nächste Tool überspringen. Und das Tool heißt ZAP oder Z-Attack Proxy. Gehört auch übrigens zu den bekanntesten Projekten. Und die Sie so bei OWASP finden. Wie das funktioniert? Ich schärfe das mal wieder rüber. Also hier habe ich ein Tool, das lasse ich wieder sehr vielfältig einsetzen. Also geht hier an der Stelle um einen Security Scanner. Was ich hier zum Beispiel sehr einfach machen kann, ist zu sagen, ich gucke hier was. Hier kann ich zum Beispiel eine Seite eingeben. Also hier könnte ich zum Beispiel gegen eine absichtlich verwundbare Anwendung im Internet testen. Filing Rage von Google, falls es Ihnen was sagt. Hier kann ich sagen, okay, attacked. Und hier sehe ich schon, dass das Tool fängt an zu scrollen, zu crawlen, die ganze Anwendung, und fängt auch schon mal an, einzelne Schwachstellen hier zu melden. Und jetzt könnten Sie sagen, okay, schön, aber vielleicht jetzt nicht so super spannend für Entwickler. Und da kommen wir wieder dazu, dass hier den Scan stoppe. Es gibt sehr viel Integration mit Tooling. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Jenkins-Plugin für ZAP. Oder es gibt wieder eine API. Das heißt, im Prinzip in Ihrer Pipeline können Sie mit GoCD oder welchem Tool auch immer Sie benutzen, einfach das Tool starten, über API einsprechen und dann dem Tool auch mitzugeben, was genau Sie testen möchten, wie man sich zu Ihrer Anwendung auf der Teststage anmeldet und dann auch die Logik für die Behebung von Findings einzubauen. Als ich das Tool gestartet habe, haben Sie vielleicht auch gesehen, es gibt zum Beispiel mittlerweile auch ein Baseline-Scan aus GitHub-Action, falls Sie auf GitHub setzen. Und wieder, wenn Sie anfangen möchten, dass es sich zeigen kann, wieder sehr einfach via Docker-Image, so ein Docker-Image runterladen. Hier gibt es unterschiedliche Skripte. Und hier kann ich zum Beispiel, das ist alles, was ich machen muss, um einen Baseline-Scan zu starten. Und jetzt im Prinzip geht ZAP im Headless-Mode hoch, in dem Docker-Container, hat jetzt nichts mit der Instanz zu tun, die ihr gerade gezeigt habt. Und jetzt gerade passiert das Ganze im Hintergrund. Mal schauen, ob wie schnell das Tool sein wird. Sie gibt zurück in Textform Daten zu einer Schwachstelle, die Sie dann zum Beispiel irgendwohin weiterleiten können oder wo Sie mit einfach REP oder ähnlichen Tools dann Ihre eigenen Rules erstellen können.
genau, hier sehen wir schon mal, welche Schwachstellen. Sie sagen, okay, Sie brauchen etwas eher mehr customizable. Dann gibt es auch API für einzelne Sprachen. Mein Weg ist per Python. Es gibt auch für Go und ein paar anderen, wo es einfach, wo Sie eine Bibliothek runterladen können und nutzen in Ihrem Python-Skript, über die Sie sehr extrem kontrolliert und extrem granulär selbst ansteuern können und genau sagen können, welche Checks Sie sagen möchten, Sie durchführen möchten. Es ist vermutlich nicht der erste Schritt, den Sie machen, das Sie machen würden, was Sie damit sagen möchte. Das Tool ist einfach extrem flexibel zum Einsatz für CI/CD-Pipelines. Gut, es gibt keine Fragen. Dann würde ich einfach auf das dritte Tool gehen, das ich heute zeigen möchte. Das wird auch ganz gut der Zeit. Und da geht es um Requirement Management. Und wieder eher um das Thema, was ich gelernt habe, in vielen Organisationen ist es für den Entwickler extrem schwer, sich die sicherheitsrelevante Requirements von allen möglichen Stakeholdern zu holen, für alle möglichen Einsatzzwecke oder Szenarien. Das heißt, manchmal entwickle ich eine Mobile-App, manchmal entwickle ich eine REST-API, manchmal ist der REST-API öffentlich zugänglich, manchmal ist nur intern. Und wie soll ich herauskriegen, welche Requirements für mich dann relevant sind? Und dazu haben wir intern vor einigen Jahren ein Tool gebaut, das wir auch mittlerweile an Oberst weitergegeben haben und das auch mittlerweile bei ganz vielen Firmen weltweit im Einsatz ist. Und so wie ich mit dem Tool arbeite, Security REST steht übrigens für Requirement Automation Tool. Im ersten Schritt sage ich in der Regel Eigenschaften von dem Artefakt, das ich entwickeln möchte. Das heißt, wie ich entwickle zum Beispiel eine Mobile-App, die mobile ist, hat eine Medium-Criticality, wird im bestimmten Business-Bereich für bestimmte Kunden entwickelt und basierend auf diesem einfachen Questionnaire bekomme ich jetzt die Requirements, die für mich gelten. Und zu diesen Requirements entscheide ich mich, welche ich einhalte, welche vielleicht nicht. Gehe so eine Checkliste durch, zeige ich euch. Und dann kann ich auch diesen Satz speichern, und zwar nicht im Secretary direkt, sondern ich kann diese Daten in einer Jira-Queue speichern, in einer YAML-Datei. Das löst so ein bisschen das Problem, dass man wie 20 unterschiedliche Versionen hat von Requirements und man weiß nicht, welche Version die richtige ist. Und was wir dann herausgefunden haben, ist eigentlich, dass ganz viele Requirements, die landen auch öfter 1 zu 1 in Tickets. Und was wir vor vielen Jahren mit Secure SDLC und mit den Proaktiven bei der 1&1 angefangen haben, haben wir eigentlich zuerst eine Excel dafür genutzt und da konnte man sich als Entwickler, in die Excel haben wir die ganzen Requirements reingeschmissen und ein Entwickler durfte sagen, okay, was ist jetzt für ihn relevant? Und dann im Prinzip war es öfter so, dass der Entwickler einfach die Requirements von der Excel in Jira kopiert hat. Das ist das eine Problem, das wir mit Secretarial gelöst haben, dass man das einfach im Batch-Mode einfach generieren kann. Man hat immer die Übersicht, welche Requirements sind schon abgearbeitet werden und so weiter. Wir sagen, die zweite Herausforderung, ich glaube, ich vermute, ich habe Zeit genau bis 8, das heißt, ich würde nicht alle Use Cases angehen können, ist, dass Security Requirements sich eigentlich ständig weiterentwickeln. Und das ist eben bei einer Excel sehr, sehr, sehr schwierig. Das heißt, hier auch die Idee ist, dass ich bei Security Red eine die Security Requirements ständig weiterentwickeln kann. Und wenn ich dann als Entwickler zum Beispiel eine
einen gespeicherten Reklameinsatz aus der Jira Queue also importiere in Sekretariat, dann sehe ich direkt, dass meine Reklames aufgerätet sind. Ich sehe genau, was sich geändert hat. Ich kann direkt wieder Jira-Ticket zum Beispiel für mich erstellen, falls sinnvoll. Das heißt, es löst auch dieses Problem. An der Stelle haben wir auch eine Instanz im Internet. Also unter securityred.org finden Sie diese. Das Passwort ist auch frei verfügbar, das heißt, Dokumentation ist unter securityred.github.io. Hier ist alles erklärt, gibt es auch ein paar Videos zu Talks und hier findet auch hier die Anmeldedaten zu der Instanz und hier kann ich auch mit den Requirements rumspielen. Wir bieten das Tool wieder auch als zum Beispiel Docker-Image. Wird erstmal nicht gefüllt mit Requirements, das heißt, jede der Firma hat ihre eigene Security Policies, eigene Security Controls. Das heißt, die muss man zuerst in Security überführen und dann auch sagen, für welche Parameter sind welche Requirements zuständig oder applicable. Hier an der Stelle haben wir einfach das ASVS-Projekt importiert. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, habe ich hier wie Test-Artefakt. Ich mich interessieren Kategorie Architektur und Authentifizierung. Ich habe das höchste Level, also die höchste Kritikalität. Und jetzt bekomme ich die Requirements rausgefiltert, die für mich relevant sind. Und hier sieht man zum Beispiel, dass das schon nur in diesen zwei Kategorien sind, also 100 Requirements. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel dagegen empfehlen würde, also direkt wie das ASVS an damit also direkt zu starten, sondern in der Regel fängt man zum Beispiel damit ab, aber wie man findet heraus, viele Requirements sind doch nicht relevant oder nicht wirtschaftlich und man versucht die Menge von den Anforderungen für die Entwickler zu reduzieren. Genau, und hier kann ich zum Beispiel sagen, mit allen möglichen Kommentaren, was ich mit diesen Requirements mache oder ob sie erfülle. Ich kann sie dann in einer Jira Queue speichern. Genau, was wir dann auch festgestellt haben, öfter ist es auch so, dass man diese Requirements auch an eine externe Firma übergeben möchte. Das heißt, ich kann sagen, ich kann nach bestimmten Kriterien filtern. Hier einfach bestimmte Requirements manuell auswählen und ich kann hier sagen, okay, erstelle hier ein Excel-Spreadsheet und jetzt habe ich eine fertige Liste, die ich zum Beispiel meinem Dienstleister übergeben kann. Und von der ich weiß, dass sie immer aktuell wird oder die ich immer aktuell generieren kann. Weitere Sache, die ich zum Beispiel machen kann, falls ich wie im Termin über bestimmte Requirements sprechen muss, kann ich sagen, okay, man braucht Slides, hat uns auch einiges an Arbeit gespart. Man sagt, okay, ich kann einfach ein Slideset mit HTML5 generieren und über diese Themen einfach im Termin zum Beispiel sprechen. Das heißt, kann man auch ganz viel rumspielen. Genau, ich glaube, ich habe noch zwei Minuten für mein Tor, das heißt zur Summary. Was ich heute euch zeigen wollte, war, dass es bei OWASP einige Quellen gibt, wo man sich als Entwickler oder als Engineer immer schlauer machen kann. Dass es auch einige Tools gibt, die mir bei meinen Aufgaben helfen können, dass eigentlich das Shift-Left-Prinzip für mich bedeutet, dass eigentlich das Know-how das Entscheidende ist, damit ich quasi die richtigen Tools in meinen Pipelines oder meine Umgebung nutze, dass ich auch das verstehe, was mir die Tools sagen wollen und dass ich auch die richtigen Tools einsetzen kann. Und somit wäre ich jetzt bereit, fertig und auch offen für Fragen, was es weiter gibt. Dankeschön. Es gibt auch schon eine Frage. Es wurde
vor rund einer halben Stunde gefragt, aber wir wollten dich nicht unterbrechen. Wird das Ganze bei 1&1 eingesetzt oder war das komplett privat jetzt gerade? Einige von den Tools setzen wir auch bei der 1&1. Ich weiß nicht, an welches Tool hat die Frage gezielt? Ich sehe nämlich bei mir keine Questions in dem Fenster. Ich hätte gehofft, dass ich die Frage. Das war bei Dependency Track. Ja, also Dependency Track setzen wir tatsächlich aktiv ein, nutzen wir für ein paar tausend Projekte. Sind sehr, sehr zufrieden. Dass man kommt immer wieder in unsere Skalierungsthematiken, aber ist auf jeden Fall einsetzbar. Mhm. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht so zu sein. Dann Frage von mir ganz kurz. Mit dem Projekt, wie habt ihr bei OWASP angefangen? Also wie bist du da reingekommen? Mit Security Red, meinst du? Genau. Genau, das war ganz interessant, weil wir tatsächlich OWASP in einer Phase erwischt haben, wo nicht so alles rund funktioniert hat. Im Prinzip, wir haben das für uns selbst entwickelt, zuerst. Okay. Weil wir einfach diese ganzen Themen irgendwie automatisierten wollten. Wie mit Excel zu arbeiten, macht keinem Entwickler Spaß. Oder mindestens, ich habe die wenigsten gesehen. Das heißt, wir hatten eine Idee, was wir automatisieren möchten. Gleichzeitig waren wir tatsächlich auch überrascht, dass wir es für so ein einfaches Problem wie kein Tool auf dem Markt gefunden haben, das uns helfen würde. Das heißt, da haben wir jetzt angefangen, das für uns zu entwickeln, haben einen Zustand erreicht, glaube ich, seit 2016 nutzen wir das Tool auch produktiv ein. Und war die Idee, wir können das auch wie open sourcen, weil wir tatsächlich gesehen haben, wir haben so schwer getan, das wie ein geiles Tool zu finden, und es gab wie keins. Gesagt haben, okay, wie 1&1 natürlich setzt auch ganz viel auf Open Source, und das ist auch wie fair, was der Community zurückzugeben. Dann ist Open Source wie an ein paar Vorträgen vorgestellt, auch dass ich auf Konferenzen weltweit, und dann immer wieder Frage bekommen, hey, warum ist das kein OWASP-Projekt? Das ist doch recht cool, könnte viel mehr Sichtbarkeit bekommen. Dann haben wir tatsächlich irgendwie ein halbes Jahr damit gekämpft, bis das ein OWASP-Projekt wurde. Haben dann auch Unterstützung von der OWASP German Chapter bekommen. Genau, irgendwann wurde es ein OWASP-Projekt. Und okay. Im Prinzip hat natürlich auch dazu geholfen, dass das mittlerweile bei ganz vielen Firmen, oder ich weiß nicht, bei wie vielen genau, aber wir hatten immer wieder Fragen aus unterschiedlichen Ecken der Erde, wo Leute wie Fragen haben zu bestimmten Use Cases. Wir sehen, dass das tatsächlich super geworden ist. Mhm. Gibt es vielleicht noch Fragen an beide Referenten? Weil wir wollten zum Schluss eine Diskussion starten. Gerne melden. Wir schalten Sie frei, dann können Sie das direkt die Frage stellen, beziehungsweise auch im Chat. Ich war nur von der Aussage, wir hatten am Anfang ein Excel-Tool recht überrascht, deswegen wollte ich es genauer nachfragen. War das eine Frage? Nee, das war jetzt gerade nur eine Aussage von mir. Aber also ich sehe aktuell keine Fragen, zumindest mal keine weiteren Fragen. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei allen Referenten, bei den ganzen Preisträgern. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle. Wohlverdient die Auszeichnung. Und ich glaube, dann haben wir es für heute soweit. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Danke für die Vorträge. Ja, gesund bleiben. Genau, gesund bleiben. Schön. Einen schönen Abend. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Guten Abend. Tschüss. Tschüss.